Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zum Microsoft Flight Simulator. Der Flugkapitän Maximus lädt euch natürlich herzlich ein zu einer Rundflugtour. Rundflugtour, was ist da los? Mit den Airbus A320neo werden wir heute von Frankfurt nach München fliegen. Naja, mal sehen, ob wir ankommen. Und Grüße erstmal alle, die da sind. Der Philipp ist da, Markus da, Bodi. Nochmal Kuss raus für den Mod, den du so schnell gemacht hast. Und Mike ist da. Fidi 2, ne? Du guckst, ob alles hier Roger und Kombodscha ist. Der Markus habe ich schon gesagt, ne? Tütchen ist auch da. Heute gibt es keine Bockwürste. Der Bernd und Alex. Ich habe extra meine Kappe aufgesetzt. Und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare reinschreiben, mit Hut oder ohne Hut fliegen. Weil, ey, ich muss unbedingt mal zum Friseur. Ey, die Dinger sind ja schon echt lang. Die sind ja echt lang geworden. So. Gut, also wie gesagt, ich werde heute mit den Airbus-Runden fliegen. Und gehen wir doch einfach mal auf die Weltkarte. Ich habe schon die Sonne eingestellt. Wir wollen Frankfurt Abflughafen. Ah nee, warte mal, wir werden aufs Vorfeld gehen. Wir werden hier aufs Vorfeld gehen. Ach, guck mal hier, was für ein riesen Flughafen das ist. Ich gehe auf Gate V116. Da stelle ich mich hin. Und ich habe auch nur eingestellt, dass ich meine Freunde sehe. Ja, oder in der Gruppe. Ja, das ist sonst ist das alles so tricky hier. So. Ach, guck mal hier, der Crafter ist da. Und der Manfred, juhu. Also hier, das werden wir erstmal da festlegen. Philipp ist Tier 1 Sub. Was ist denn da los, Mann, Philipp? Muah. Kuss ist raus. Ich hoffe, dass der Stream alles Ankunft. Nee, Abfahrt. New Subscriber! Ne leid, Gentlemen. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Genau. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. So sieht's aus. Versteht er sicher nicht. Bitte. Guck mal, hier ist schon einer, der hier rumfliegt. Wir München. Das ist München. Ankunft festlegen. So, das ist unsere Route heute. Und ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal. Philipp ist VIP. Na, das freut mich ja. Wir werden jetzt einfach mal das Spiel starten. Ich mache mir mein Kaltgetränk auf und dann. So, Podscan ist auch da. Ah. So, druschbar. War alles ein bisschen kurzfristig jetzt. Eigentlich war heute schon fast so, dass ich gar keinen Livestream mache. Aber dann hat meine gesagt, hau ab. Hat sowieso keinen Sinn. Kuckuck. So, der Dark ist da. Der Luca. Also, wie gesagt, Frage ist immer noch, Hut auf oder nicht? Fabian, grüß dich. Viel Spaß beim Fliegen. Naja, da. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt den Flieger in der Luft behalte. Der Barty, grüß dich. Ja, das ist ja immer so eine Sache. Also ich fliege jetzt mit meinem, sieht man gar nicht so richtig, mit meinem komischen Ding hier. Aber ich habe hier noch meinen Xbox-Controller am Start. Falls irgendwelche anderen Sachen sind, da werde ich dann nochmal rumdödeln. Vielleicht werden wir nicht die ganze Zeit hier geradeaus und werden dann nachher in den, also werden vorspulen, dann in den Sinkflug gehen und ja, mal gucken, ob wir am Montag dann auch einen Livestream machen. So, Dark meinte, ich soll den Hut drauf lassen. Rayfay, grüß dich. Reinhard, Grüße gehen raus. Mir geht's gut, Max. Abstürzen. Ach, wir werden nicht abstürzen. Ihr müsst einfach nur ein bisschen Vertrauen zu mir haben. Und dann läuft das alles. David, hallo gesagt. Also, ihr müsst einfach nur mal ein bisschen Vertrauen haben. Und habt ihr irgendwie ein bisschen was mitbekommen, was auf der Gamescom so los ist? Also, ich habe da nicht so viel mitbekommen. Also, nichts, was mich jetzt so hundertprozentig reizen würde. Aber okay. Also die Ladezeiten sind halt so wie bei GTA, wa? Lordi, hallo. Ah, der Flughafen Frankfurt am Main. Wir sind hier mit der Condor-Maschine. Stehen wir hier und gucken mal. So, hallo ihr Lieben. Oh, das sieht ja schön aus. So, wir sind hier.
Und jetzt werden wir mal, ich habe natürlich alles wieder, ui, muss erstmal hier ein bisschen laden hier, ey. Ich habe wieder alles vergessen, was man hier machen muss. Wir werden mal gucken, ob wir hier auftanken können. Rollfeld anfordern. Wie mache ich das nochmal? Frankfurt Ground CFG 1123 requesting push. Nein, wir fordern kein. Nein, wir. CFG 1123 Pushback Request accepted. Ich wollte eigentlich kein Pushback haben. Zurück zur Freigabe. Rolldienst. Was haben wir hier? Ich wollte eigentlich gar kein Pushback haben jetzt. Hallo! Boah, hast du mich erschrocken, mein Freund! Junge. Hier, du musst auf Bodendienste drücken, Mensch. Was? Du musst auf Bodendienste drücken, wenn du voll tanken willst. Bodendienste? Ja, ich hab doch Bodendienst angeklickt. Naja, und dann müsste normalerweise Tanki-Tanki sein. Nee. Ach. Oder du musst dann erstmal zur Parkposition dingsbumsen. Pushback, stop. Kann ich, wenn ich den jetzt stoppe, tanken die mich ohne auf? Probier mal. Frankfurt Ground CFG 1123 requesting the end. Ah. So, hält an! Ah, so. Wir wollen ja auch bis oft tanken, ne? Ja, aber von Frankfurt nach München brauchst du nicht oft tanken. Ja, eigentlich brauche ich das nicht. Alter, hier ist ja ein A320 steht ja hier. Oh, das sieht aber auch richtig geil aus, ey. Muss ich wirklich sagen, also das sieht schon richtig knorke aus, oder meine Freunde? Okay, dann holen wir uns nochmal den Pushback und den Bodendienst. Pushback anfordern. Und der soll uns nochmal richtig... Man kann ja auch so eine Hilfsleitung ranmachen, ne? Hilfsleitung? Na, wo wir, wo man eigentlich hinfährt. So eine Bodenlinien. Na, auch eine Rollfreigabe, ja. Warte mal. Oh, der macht. Pushback bewilligt und dann fährt er los. Naja, so kennt man. Ah, guck mal, der hat ja einen Wendekreis wie ein Golf 1. Ist ja geil. Guten Abend an alle. Schön, dass ein paar Leute da sind. Wie gesagt... Wir werden heute hier auf den Samstag eine kleine Tour machen. Und dann geht es los in die Luft mit unseren Condor Air Berlin. Oh, schön. Was denn? Da hat jemand in den Chat geschrieben, das blaue Flugzeug, wo du meintest, das ist ein A320, ist ein A380, aber dafür war er ein bisschen zu klein. Mann, meine ich doch! Ja, richtig, A380. Nein, auch das war er nicht. Nein. Was ist denn? Es ist, glaube ich, kein A380. Doch, das dafür ist ein A... Doch, das ist ein... Doch, das ist ein A380. Es gibt nur ein Flugzeug mit zwei so einer, solchen Linien hier oben. Bist du dir sicher? Ja, ich gucke gerade hin. Gucke doch mal. Ja, ne, ich gucke ja auch, aber ich warte ja, bis ich mal ein bisschen mehr sehe. Ah, tatsächlich, das ist ja wirklich einer. Ja, Bruder. Ja, Bruder, ja, da habe ich mich kurz mal verschätzt. Ja, da habt ihr auf jeden Fall recht. Flugkapitän Maximus hat sich da ein bisschen versprochen. Aber schade, dass hier keine Lackierungen drin sind von den, von den KI-Flugzeugen. Also ich habe jetzt so eingestellt, dass nur Freunde irgendwie... Das hatten wir ja letztens noch gemacht, ja. Ja, ja. Und wenn du jetzt einfach dazu kommst, sehe ich dich dann? Na, wenn ich da einer Gruppe, glaube ich, beitrete, dann vielleicht, aber ich glaube nicht. Das war ja hier ein bisschen doof gelöst, die Geschichte. Weil ich würde mal sagen, es wäre irgendwie cool, wenn man entweder seine Freunde sieht oder die in der Gruppe, ja. Weil ich habe ja sonst keine Freunde. Ach, du auch nicht? Nö, 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 nö. Ach du, pff. Alter, ist das geil.
So, also, wie gesagt, ja, ist ein A380. Diese Hilfsdinger, die sind zwar manchmal ganz entspannt, aber können manchmal ein bisschen nerven. Alter, ist das ein riesengroßer Flughafen hier? Frankfurt ist ja echt die Hölle, oder? Aber warum ist denn hier nicht los? Macht die KI keine Fliegerstaffel-Alarm oder was? Ah, wisst ihr was? Komm, ich flieg ohne Runde mit. Naja, dann komm mal mit hier. Ey, ich bin ja schon unterwegs. Freunde werden überbewertet. Aber wir können ja mal die Dinger hier schon rausklappen. Ich weiß bloß nicht mehr, welche Taste das nochmal war. Aber ich kann ja mal in den Flieger reingehen. Heute habe ich ein richtig schönes Niki an. Ein Schlaf-Niki. Batman. Ich habe auch... ach, guck mal. Tütchen. Maria ist da. Hallo, Maria. Ja, Malte ist auch da. Sag schon, Tütchen. So, wir rollen jetzt zu unserer Startposition. Aber ich dachte, dass die KI hier auch irgendwas macht. Freunde. Vielleicht muss ich nachher noch ein bisschen was einstellen. Und dann stürzt Tütchen ab. Ach, Quatsch. Der kann auf jeden Fall besser fliegen wie ich. Das ist auf jeden Fall Fakt. Auf den Mund, ja. Ja, auf die Gusch. Bring den Vogel nicht zum Abschluss. Ja, ja, Tütchen macht das schon. Keine Sorge, der wird hier erstmal mit einem Rosinenbomber hier vorbeikommen. Ah. Ich bin echt gespannt, was die noch für Maschinen hier reinbringen. Hat die Bundeswehr eigentlich ein A320? Also mit. Das wäre ja cool, so eine Bundeswehr-Lackierung hier drauf zu haben als nicht Airwax-Flugzeug, sondern als hier, wo man die Passagiere, also hier die Krankentransport macht, ne? Uns geht's gut, Lukas. Machen die das nicht mit der Transall? Nicht. Ja, das auch. Nicht labern, sondern losfliegen. Machen wir. Wir müssen erstmal hier langfahren. Oh, jetzt macht er ja richtig Schubrakete hier. Aber wo ist denn hier die Startbahn? Wir müssen noch ein bisschen weiterfahren hier. Ich habe mir eine doofe Position ausgewählt. Außerdem, Tütchen kommt auch noch ganz ruhig und geschmeidig. Chan ist auch da. Ja. So, die S&G-Transport wünscht schöne Grüße. Grüße gehen zurück. Also, Karl sagt, ja, die Bundeswehr hat einen A320. Oh, guck mal, hier ist ja ordentlich Verkehr hier auf der Piste. Gibt es eigentlich schon DLCs, die man sich eventuell mal angucken könnte? Später denn mal? Aber was hier noch fehlt, ist hier so Manikicken, die hier noch rumstehen, ne? Aber ich denke mal, wäre dann alles ein bisschen zu viel des Guten, ne? Na, es soll jetzt auf jeden Fall demnächst bald ein Update kommen, habe ich heute bei YouTube ein Video gesehen. Na, ich habe bei GameStar irgendwas gesehen, wo die mit den ehen Typen da geredet haben. Aber sehr sympathisch, dass sich eigentlich der Microsoft Flight Simulator um die ganzen Daten kümmert, wie die Flughäfen, dies und das. Also Wetter und vom Kartendienst Bing soll dann noch detaillierter immer wieder was eingepflegt werden und alles andere. Also das Grundgerüst bietet quasi der Microsoft Flight Simulator und dann kommt die große Mod-Community und DLCs werden dann im laufenden Band kommen, denke ich mal. Ich werde mir natürlich nicht alles holen, also das ist, da bist der Arm. So, wir werden, glaube ich, bis da vorne fahren, dann auf die Parkposition. Weil ich muss mal gucken, ob ich hier. Wir gehen mal hier rein. Machen schon mal. Ups. Das brauchen wir nicht. Machen wir schon mal runter. Ah, das können wir so drinnen lassen. Ah, hier machen wir ja den Mist hier weg. Ich habe heute mal den Chat wieder ein bisschen schneller gemacht. Was? Nee, nicht wir. Klappen auf 1 lassen? Markus, auf 1 soll ich die machen?
Ja. Warum das? Na, weil auf 4 volle Bremse ist. Aber ich will doch starten. Ja, aber brauchst du auch nicht auf 4. Nee? Nee. Okay, Markus, dann, also beim Landen 4 oder was? Genau, richtig. So in den letzten Zügen kannst du die Bretter voll reinhauen und dann stoppst du halt auch ordentlich ab, aber das ist jetzt beim Start, Ah, ich hab das immer gedacht, dass ich beim Start die auch auf volle Kanone machen muss. Wie gesagt, ich hab vom Fliegen keine Ahnung. Aber wer war von euch schon mal auf dem Frankfurter Airport? Guck mal hier, Frankfurter Airport. Ich war da schon. Echt? Ja. So da ist war ich aber noch People gewesen. Ah! Nein, ich hab das Spiel nicht auf CD, ich hab's mir bei Steam geholt. Für alle, die nicht so sicher sind wegen dem Spiel, holt euch das denn für 1 Euro diesen Season Pass, ist eine Aktion, ne? Mhm. Also diesen Microsoft Pass und dann guckt ihr, ob euer System funktioniert, ob das alles geht. Und das ist eigentlich mein Rat, den ich euch geben kann. Ja, alles andere ja, ist ein bisschen blöd, wenn ihr euch dann das Spiel holt als CDs. Ey, ganz ehrlich, wer holt sich heutzutage schon CDs? Also ich nicht. Ich hole mir meine Spielfigur. So, wir sind gleich da. Ganz ruhig bleiben, Freunde. Hier vorne werden wir, ich denke mal, wir werden hier oder die zweite werden wir reinfahren und dann geht's wie bei Top Gun festhalten und dann jetzt los. Alter. Ich hab, hier, Dings schreibt dir gerade, Fiwa, er hat gar kein Disklaufwerk. Habe ich auch nicht. Ich musste mir ein externes Disklaufwerk besorgen, um das überhaupt zu machen. Ach, die Pappnase ist auch da. Grüß dich. Das ist ja cool. Was? Na, ich habe jetzt einfach bloß auf deinen Namen geklickt. Also ich habe dich auf der Karte gesehen. Habe auf deinen Namen geklickt und konnte direkt, oder hatte direkt mein Ziel drin. Also quasi von Frankfurt nach München. Oh. Brauchst du nicht einstellen. Ist ja geil. Da haben dich ja mal ein paar Leute Gedanken gemacht. Aber. Aber sowas von. Musst du zwar den Server wechseln, weil du angeblich auf einem anderen Server warst, aber es ist ja nicht weiter schlimm. Ja, das hat er ja schnell gemacht. Aber warte mal, wie war denn das nochmal? Ich muss mal die Einstellung machen, dass ich die Leute sehe. Wo war denn das nochmal? Gehst du auf Flugbedingungen und dann hast du dort Gruppe und da kannst du dann. Warte mal. Nicht bei allgemein. Mach mal zurück. Du musst ins Menü zurück. Wie ins Menü? Na, da wurde vorhin das ausgewählt hattest. Geh nochmal zurück. Und dann. Ins Hauptmenü, glaube ich, war das gewesen. Da kannst du es umstellen. Alter, dann muss ich ja aus dem Spiel rausgehen. Ja, genau. Ach nee, dann ist es egal. Jetzt kacke, ja. Ah, hier ist ordentlich was los in Frankfurt, ey, mein lieber Alter. Na, wieso? Bei mir ist nichts los. Naja, weil du ja auch nur Gruppe drin hast. Bei mir hat er das umgeschalten auf allgemein, warum auch immer. Ah, dann fährt er doch bis da vorne hin. Ja, das will ich ja nicht, dass so viel. Eigentlich habe ich eingestellt, dass KI da was machen soll. Nee. Morgen, Pappnase! Wie was, nee? Guten Morgen. Bei allgemein, dann Verkehr übrigens. Warte mal, bei allgemein und dann Verkehr. Und dann KI offline. Ach so. Was? Warte mal hier. Nein, du willst auch dieses Schildchen angezeigt haben, oder nicht? Ja, aber bei mir steht Flugverkehr, KI offline. Verkehrsnamenschilder anzeigen. Warte mal, Verkehr. Ja, Maximus. Ja, warte mal, wo ist denn das? Verkehrs. 3. Ja. Da drunter. Ja, aber ich hatte hier KI, Flugzeugverkehr, Typ, war offline. Jetzt ist aus. Echtzeit online. Aus. Was mache ich jetzt? Naja, mach ich mal so hier. Egal. So, ich hab mal das angestellt. Anwenden und speichern. Da hoffe ich, dass jetzt hier wenigstens ein bisschen was los ist. Na, Pappnase, komm hoch rein mit den Düsen her. Meinst du? Ah, ich bin hier gerade in England. Sieht das geil aus. Sonnenuntergang in England.
England gibt's doch bald nicht mehr. Ja, deine Oma ist schneller, aber wir schaffen das. Ach, wir müssen bis da vorne fahren. Aber ist ja eigentlich völlig egal, ne? Wo wir, pass mal auf, zurück zur Freigabe. Wieso kann ich denn das Flugzeug jetzt nicht steuern? Freunde. Was? Warte mal, habe ich hier irgendwie hier irgendwas drin? Oh Mann, ey, der Kackendreck hier. Ich habe 1000 Fenster auf. meine Güte, was hier? KI-Steuer. Ach, hier ist deswegen. Jetzt kann ich. Ich dachte so, ja, lass den erstmal machen, den Bruder. So, jetzt fahren wir aber. Ja. Jetzt geht's gleich los. Für alle, die jetzt so lange gewartet haben. Jetzt geht es gleich los. Ich habe mich schon gefragt, warum das Teil so professionell fährt bei dir. Ja, weil ich es halt drauf habe. Nimm das Handbuch zur Hilfe. Auf jeden Fall. Zweimal werde ich es machen. Alter, guckt euch mal an, ey, wie ich das hier mache. Jetzt geht's rauf. Nur für mich ist die lange Landebahn frei. Keine Ahnung, wie viele Landebahnen. Ich glaube, 4 Stück gibt's da hier. Start- und Landebahn hier in Frankfurt, ne? Kann sein. Tütchen, bist du schon da? Naja, aber irgendwie, warte mal. Wollt ihr jetzt zusammen fliegen oder was? Naja, eigentlich schon, aber ich. Wahrscheinlich werden wir dann in München noch mal ein bisschen umändern müssen. Wir sind im. Achso, nee. Ja, wenn wir dann in München landen. So. Oh. So, Parkbremse. So, Frankfurt am Main, bla bla bla. Ich guck mal, ob ich das zukomme. So, ich muss ja mal gucken, ja, warum will denn ja meine Sitzposition nicht wieder ändern? Ach so, doch, hat er. Ich bin wieder zu doof. Mario, grüß dich. Also, ach, der Rückens ist auch da. Eine Frage an alle nochmal. Wollen wir, habt ihr es mitgekriegt hier bei New World? Das kann man ja schon zeigen, ne? Aber ich glaube, das soll noch nicht so prickelnd sein. Ich denke mal, ich werde morgen auch wieder Assassin's Creed spielen. Good boy, grüß dich. So, wir werden jetzt mal ein bisschen Schub geben. Die Bremse lösen. Oh, Junge, da dreht er gleich ab. Bei wie viel kmh hole ich denn das Ding hoch? Bei 120, ne? 780. Ah! 120 ist ein bisschen langsam. 180, ja? Nein, 120. Ja, das schon. Ey, ich muss dich noch hinzufügen hier übrigens. Wie heißt du? Warte gleich. Nee, er will doch nicht hoch. Bin zu schwer. Jetzt. Eieiei, Karamba! Oh, zu schnell. Overspeed. Alter Schwede, ich bin gestartet! Warte mal. So, warte mal. Alter, bin ich ein Hans Wurst. Warte, hier piept irgendwas. So, wir werden mal langsam auf Kurs gehen. Und dann gucken wir uns den Frankfurter Flughafen an. Eieiei, Malakka, sieht das gut aus. Wie heißt denn du bei diesen Microsoft-Dings? Maximus? Dein Leerzeichen IX333. Ja. Leerzeichen. Maximus, oder? Und dann Leerzeichen IX333. Frankfurt Tower CFG 1123 Frequency Change.
Wo ist denn jetzt eigentlich mein Dings hier? Okay, Einladung, ich hab's gesendet. Kann ich die im Spiel noch annehmen? Ja. Meines. Escape und dann. Ach so, da oben. Dinge. Ah, ja, annehmen. Ha, gut. Ich hab ein paar Freunde. Geile Mütze. Das ist auf jeden Fall wahr. So. Ah, ich hab den Kurs wieder gefunden. Ah, das sieht so pornomäßig geil aus. Gott, wie viele Flugzeuge. Da ist der Minimus. Ja. Lecco mio! Weiter, mir geht's gut. So. Ich bin gleich auf Kurs. Und dann gucken wir uns noch mal den Flughafen an hier. Ein riesen Klopper vom Flughafen. Da müssen wir mal den hier nehmen. Es ist ein riesen Gebäude. Das kenne ich ja aus dem Eurotruck-Simulator hier, von der ProMods, dieses Gebäude. Genau. Warte mal, die wollen ja noch ein bisschen die Skyline von Frankfurt sehen. Warte mal, oh, was habe ich jetzt gedrückt? Ich mache einen ordentlichen Steilflug hier. Irgendwie sehe ich die Wolkenkratzer. Hier hinten wahrscheinlich sind die Wolkenkratzer. Okay, keine Ahnung. Wir sind gleich auf Kurs. Oh, Junge, ich bin aber ein ordentlicher Steilflieger hier. Eggelsbach ist da. Moses, grüß dich. Moses, komm mit, du hast auch den Microsoft Flight Simulator. Du alter Rabauke. So, warte mal, wir müssen ein bisschen eindrehen hier. Gucken mal. Er muss erstmal ein bisschen laden hier alles. Oh. Ein Pilot hat mich gerade abonniert. Grüß dich! So. Jetzt könnte ich hier eigentlich, den Kapitän erstmal machen lassen. Aber was macht denn der jetzt eigentlich? Frag mich nicht. Also ich würde ihm nicht vertrauen. Dafür wird er doch bezahlt. Aber ja, das weiß ich nicht. Ich habe ja den Co-Piloten erstmal fliegen lassen. Das ist eine Mieze, die fliegt. Oh, ist das schön. Aber schade, dass es keine so eine Zurückspul-Funktion gibt, irgendwie, wenn man landet oder so. Replay. Parkhaus. Ach, das ist ein Parkhaus von Hilton. Wolf Tiger sagt das gerade. Oh, Ronny, Alter! Hey. Da geht er mir das Messer in der Hose. Ist das endlich Hammer. Mal die Hackfresse von Maximus zu sehen. Weiter so. Danke für die Hackfresse. Und danke für die 3 Euro. Ja, Hackfresse. So, dann fliegen wir mal. Und dann kann ich jetzt mal ein bisschen auf eure Kommentare noch ein bisschen eingehen. Wenn der hier so... Eigentlich, was macht man eigentlich in der Zeit? Also, ich als Laie lasse den jetzt einfach hier lang dödeln. Aber was macht man denn eigentlich, wenn man so streamt? Ja, stellt man da noch irgendwelche Knöpfe ein? Wovon redest du? Naja, guck mal. Ja, streamt. Wenn jetzt andere Leute hier diesen Microsoft Flight oder andere Spiele hier so eine Flugsimulation streamen, ja? Was machen die denn eigentlich denn in der Zeit, wo sie denn hier so rumfliegen? Weil du sitzt ja jetzt eigentlich noch eine halbe Ewigkeit, bis du denn am Ziel bist. Ja. Du möchtest wissen, was die Streamer in der Zeit machen. Ja. Ich habe einen Streamer bei Twitch gefollowt. Ja. Der ist 24/7 am Stream und immer Flight Simulator. Und der startet morgens oder so, sucht sich dann einen langen Flug raus, startet dann
lässt dann den Autopiloten fliegen und geht in der Zeit arbeiten. Selber macht er nachts, Flugzeug fliegt nachts, er ist am Schlafen. Und die Leute gucken sich das an? Da sind immer irgendwie 12 Leute so drauf. Aha, so kann man es natürlich auch machen. Ach, Kaffee trinken. Wann kommt das neues Update für den Microsoft Flight Simulator? Also wie gesagt, die werden schon in naher Zukunft, also regelmäßig jetzt Kartenupdates machen, Fehler beheben. Die erste Zeit, was jetzt ist, sagt Microsoft, wollen sie erstmal auf die Community hören und gucken, was bringen die jetzt an Feedback, wo gibt es Probleme, bevor die neue Sachen implementieren. Und jetzt kommt auch langsam auch die Mod-Community und versucht kleine Sachen, man sieht ja jetzt hier, fliegen wir mit Condor rum und in paar Wochen ja, werden wir vielleicht schon die ersten Flugzeuge haben. Den A380, den gibt es noch nicht, es soll aber auch Hubschrauber kommen, aber das dauert noch. Weil sie müssen, also Microsoft Flight Simulator ist nur das Grundgerüst. Dieses Grundgerüst wird dann quasi sein, dass... Was ist mit denen jetzt los hier? Ganz locker bleiben, mein Freund. Und darauf baut sich alles auf. Ja, wie, du hast den Flughafen XY und dann kommt die Mod-Community oder ein anderer Hersteller, sagt, pass auf, dafür wollen wir aber noch mehr Animationen haben, dies und das, und dann kann das implementiert werden. Und so baut sie das auf und das, wenn man wahrscheinlich dieses Spiel komplett alles bezahlen möchte, dann ist man etliche 1000 Euro los, ne? Ach, hier, eine Stewardess soll ich mir schnappen. Da bin ich dabei. Ja. Tütje, wo bist du? Ach so, hier, wie gesagt, Good Boy, danke dir für den Input da für die Leute. Wo bist du? Ja, ich bin in der Luft. Warte mal, ich mach mal, was war das? V war die Map, ne? Ne, welche Taste war die Map? Ja, V. Ne, V geht nicht. Ach so, da muss ich wahrscheinlich in den Cockpit, ne. Ah, ich muss anders Map machen. Ich fliege jetzt gerade. Oh, was soll ich denn jetzt sagen? Was habe ich denn in der Nähe? Warte mal, ich schau mal bei dir auf den Map. Auf den Stream. Ich habe den Stream extra ein bisschen schneller gemacht. Ey, hier ist ja auch ein Flieger. Ich bin gerade auf AMTIX Wegpunkt lang gedonnert. Naja, also, wie gesagt, Tütchen, wo bist du denn? Tütchen nicht mehr da, oder was? Der ist eben rausgegangen, irgendwie. Warum will mein... Ah, warte mal, ich habe hier irgendwas eingestellt hier. Schaukasten. Kameradrohne. Ah, warte mal, ich... Aber das ist schade, dass man das jetzt nicht noch irgendwie drehen kann. Guck mal hier, wie die Flügel wackeln. Und wie die Abgas-Sachen gehen. Nimm doch das Tütchen als Tür, das ist Marco, was ist da los, Mann? Wir gehen mal die nächste externe Kamera. Ah, oh, guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Das wäre eben cool, wenn man, wenn es so eine Automatik gibt, wo er dann so um das Flugzeug rum schwingt und wo er andere Einblendungen macht. Das wäre ja geil. Habe ich auch noch nicht gesehen hier, die externen Kameras hier unten. Ojolla, guckt euch das mal an. Man sieht jetzt hier hinten unten, also wie jetzt so ein bisschen was nachgeladen wird, aber es ist ja mal auf ganz hohem Niveau, ey.
Ronny, du hast bei Finsterwalde einen Freund besucht. Da warst du ja fast in der Nähe. Von mir. In der Sängerstadt. Ah, diese Einblendungen nerven aber. Wo war da? Weiter geht's. Nächste Ebene. Oh Mann, Ebene 5 wollte ich. Wenn ich mit der Maus mache, dann kann ich das Fenster. Ah, ich kann es ja. Ah, da ist er noch viel besser. Ich bin Ochse. Oh. Das sieht ja gut aus. Da kriegt man ja gleich Angst. Oh. Servus an alle. Ja, es geht jetzt nach Bayern. Also wenn ihr irgendwelche Sachen hier hört von Updates vom Flight Simulator, dann könnt ihr mir die gerne unter dem letzten Video oder unter dem letzten Aerofly hier, Microsoft Flight Video auch mal reinschreiben. Hey, da gibt was Neues. Ja, weil das Spiel möchte ich doch gerne weiter verfolgen. Morgen wird's aber ganz entspannt. Morgen werde ich wahrscheinlich nur eine Runde Assassin's Creed spielen. Was ist da los? MB, hast du Schnupfen? Warte mal, wir gucken mal. Ich will mal die Kameras durchgehen. Ah, langweilig. Das war eine Kamera. Auch nicht so toll. Haben wir auch eine Cockpit-Kamera? Ah. Oh, die sieht auch gut aus, die Kameraposition. Die hat ja auch was. Cockpit-Kamera kann ich auch. Na kann, klar, kann ich auch fliegen. Aber ich will erstmal hier alles hier angucken. Zeig mal deine Map nochmal, wo du bist. Warte mal. Map. Map. Ich bin jetzt kurz vor dem Punkt NDD. Also fast die Hälfte habe ich geschafft. Freunde, wir werden auch manuell landen. Ich will das lernen, manuell zu landen. Kann ja jeder. Ach, guck an. Ich bin im Cockpit. Aber ich kann trotzdem mein Gesicht nicht hin und her drehen. Kennt ihr das auch, wenn ihr so raus aus dem Flugzeug guckt? Guck mal, die Scheibe ist auch dreckig. Oder ist mein Bildschirm dreckig? Nee, ist wirklich die Scheibe. Hier so leichte kleine Kratzer hier drinne. Fluggeschwindigkeit zu hoch. Wie schnell fliegst du gerade? Warte mal, dann muss ich wieder auf Cockpit gehen hier. Wie gehe ich nochmal auf Cockpit? Oh, ich bin doof. Ja, ich hab jetzt. Ja? Ich hab ja hier diese Ding. Ach so, Mensch, bin ich doof. Ich bin doof. Oh ja, ich Unterschlupf? Aber was? Was ist denn da? Unterschlupf steht links von dir. Keine Ahnung. So. Bleiben Sie unter 250. Was ist ich hier? Ja, ich fliege 250, da soll mal eins schmeidig bleiben, der Johnny Walker hier. Ach, Unterschlupf, ja, die Gemeinde, was soll denn das sein? Jetzt sieht es auch, was du meinst. Und bald sind wir in Frankfurt am Main und dann gehen wir... Bumm. Ja, wir haben es verstanden. Aber so eine Dingskamera gibt's nicht, wo du mal so. Also so eine TV. Ich nenn's mal wie beim Autorennen so eine TV-Kamera. Das ist eigentlich schade.
So, was? Jugendfreigabe? Was ist da los? Was ist besser, X-Plane 11 oder jetzt der Microsoft Flight Simulator? Ich denke mal, zu jetzigen Zeitpunkt wird noch X-Plane 11 sein, ne? Oder? Simulationstechnisch, also was du alles machen kannst, mit Add-ons und allem, ist der X-Plane noch besser, aber grafisch und ich denke auch Realismus dürfte jetzt aktuell bei diesem Simulator sein. Batman! Ich freue mich auf die neuen Batman-Spiele. Ich muss sagen, langfristig gesehen, ja, wird das... da müssen andere wahrscheinlich ordentlich ackern, um hier ranzukommen. Aber man darf natürlich... zum Beispiel DCS, da kann man gar nicht vergleichen. Hier geht es nur um die zivile Luftfahrt. Und bei den anderen ist es halt eine richtige Hardcore-Kampfsimulation. Aber es soll auch irgendwann mal wieder so ein Idioten-Pack geben. Für DCS. Also sowas für was für mich, wisst ihr? Ja. Und ich hoffe, also wenn da eine F-14 drin ist und ich dann einfach nur als Topper Harley denn losfliegen kann, ja, dann bin ich auf jeden Fall auch dabei. Werde ich das neue Project Cars 3 spielen? Ich glaube nicht. Weil die ganzen Autorennsimulationen, das kommt bei mir, ja, dafür bin ich der falsche Kanal. Jetzt hier bei dem Flight Simulator, das läuft eigentlich ganz gut. Aber Autorennspiele, ja, vielleicht live wäre es noch was anderes. Ich denke aber eher, ich warte auf dem Microsoft, also wenn Forza rauskommt. Aber davon haben sie gar nichts geredet, ja? Welchen Film mag ich denn von Batman Robin? Also, den Reboot mit, oh, wie Christian, oder wie hieß der? Ne, wie hieß der nochmal? Der die drei Teile gemacht hat? Pappnase. Nochmal was? Batman, die Filme. Ja. Da hat doch. Die haben doch einmal einen Reboot gemacht, ne? Von den Filmen mit den einen Schauspieler da, der dann irgendwann ausgestiegen Christian ist. Christian Bale. Nee, Christian Bale? Hieß der so? Ja. 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 Also die drei, ich glaube, drei Teile hat er gemacht. Die fand ich richtig geil. Also, ich bin. Nee. Ich bin Batman. Keiner weiß, wer ich bin. Ich habe die Maske auf. Also finde ich echt cool. Ich kann mich da... Ich habe immer mal wieder vor, aber ich finde die Zeit nicht, mal wieder so einen ganz alten Batman-Film zu gucken. Also die Serien, wo nur Bauf, Bang, Heidis Kanonenrohr, Robin, wir müssen erstmal zum Batcomputer. Alles klar, Batman. Und dann steigen wir ins Batmobil und dann gehen wir gemeinsam ins Bett. Ah, ja. Nein, für die Konsole wird es das Spiel auch geben, aber nicht. Also, das wäre schon echt krass, wenn das für die PlayStation 5 mal rauskommen würde, ja. Aber ich glaube nicht. Von 66 die Serien. Null sagt er auch. Ja, ich habe da noch so ein paar Erinnerungen, aber damals war ich noch nicht so weit. Und wo ich das dann noch cool fand, zu der Zeit fand ich Knight Rider geil. Wo ich Serien, die alten Serien, ja. Knight Rider, Simon und Simon und sowas. Colt Sievers und Howie Manson. So, warte mal, wir werden jetzt nochmal auf die Karte gucken. Ich habe jetzt die Hälfte. Wo sehe ich denn eigentlich, wie weit ich denn noch weg bin? Warte mal, ich habe doch hier irgendwie noch so einen Treibstoff. Warte mal. Linker und rechter Tank. Aha. Linker Außentank. Ah. Verbrauch und CO2. Hier kann ich in Gallonen und hier kann ich in
LB umschalten. Völlig egal, wir lassen Gallonen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Navilog. Also, unser Navilog sagt, wir fahren... Ja, ja. Alles klar, Englisch, eins setzen. Mein Funker funkt irgendwas. Er soll jetzt Maul halten. Ich hätte hier irgendwie auch eine Stoppuhr machen können. Ach so, wegen den Wegpunkten wahrscheinlich. Bester Pilot aller Zeiten, wäre ich? Ja, Ben, wenn der Rechner denn zu schwach, dann macht's auch keinen Spaß. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Meilen ich jetzt noch oder nautische Dinger da noch vor mir. Ziel. Da hängen sie weiter. Aha, was weiß ich. Reise nach. Ach so, hier kann ich Schnellreise machen. Das ist das Wetter. Benutzerdefinierte Symbole. Was ist da? KI-Steuerung. Wetter. Ach was. Ach so, hier sind ja die Symbole hier oben. Wir gehen mal rein. Also, wir sind bald da. Es ist nicht mehr lange. Ich habe Angst. Angst. Genau, mit David Hasselhoff. Batman! Ja, alles Roger, ja. Zero Zucker und... Es hört sich schon cool an, wenn die so Englisch quatschen können. Ist schon ganz geil. So, hier schreibt gerade 0 auf 15, das ist auf jeden Fall das Beste. dann kann man den Untertitel anmachen. Ach, dann wird mir der Funk übersetzt oder was, ja? Leon, was ist da los? Der Flugsimulator interessiert dich nicht. Aber es kommt ja jeden Tag ein Eurotax-Simulator-Video, ja? Deswegen kann ich auch mal eine Runde fliegen, oder? Ja, ist ja mal was anderes. Außerdem, wir haben ja hier ein paar Leute, die interessiert es wirklich. Und die warten einfach jetzt. Ich denke mal, 80% der Leute, die jetzt hier sind, warten eigentlich nur darauf, dass ich auf die Fresse fliege. Hm. Ja, vielleicht auch 99%. Die Abgase. Obwohl die neuen Flieger ja schon ein bisschen sauber sind. Bist du jetzt irgendwie schon hier bei mir in der Nähe oder was? Nee, ich glaube noch nicht. Mit was für einer Maschine kommst du denn an? Ein A320. Oh, sieht das geil aus. Aber warte mal. Das geht jetzt gar nicht, dass ich mein Flugzeug woanders hinsetzen kann. Mit Y konnte man noch das Flugzeug irgendwo anders hinsetzen, ne? Was? Ja. Aber es geht, glaube ich, nur, wenn du ganz alleine bist. Zeig mir mal, wo du bist. Ja, warte. Angezeigt. Ich bin von EDND schon vorbeigeflogen. Und jetzt ist hier irgendwie neu. Ist vor mir. Oh, ich bin auch gerade bei NDN-Dings da vorbeigeflogen. Also bist hinter mir. Ich muss bestimmt beim Landen. Ja, wie ist da eigentlich?
Ich bin jetzt gerade Geilsheim hier vorbeigeflogen. Fliege ich jetzt gerade. Wirst du jetzt gleich sehen. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen Abstand halten. Wegen den Turbulenzen. Weil meiner macht richtig, ja. Ich fahre Ford Focus. Bist du? Warte mal. Ich muss mal ins Cockpit gehen. Ich bin jetzt gerade bei 7500. Oh Gott. Was? Ist ja meilenweit unter mir. Wieso, wie hoch fliegst du denn? 25.000. Ah, wieso denn hoch? Ja. Ich muss ja aufholen. Ah, ja, aber... Du mal, die Erde ist doch... ist ja gekrümmt. Ja. Umso flacher ich bei der Erde lang fliege, umso kürzer ist doch der Weg. Wenn du weiter, hast du einen viel höheren Radius. Nein. Wie, was? Nein. So funktioniert das nicht, Maximus. Ja, wieso funktioniert das nicht? Aber ist doch logisch. Pass mal auf. Ja? Pass mal auf. Wir machen jetzt einfach mal... Scheiße, jetzt habe ich die Scheiße schon wieder umgekippt, ey. Aber ich muss mal Klopapier holen, ich muss mal aufwischen hier, bin gleich wieder da. Jo. Hatte ich das nicht schon mal, dass ich hier das verkippt habe? Verdammte Axt hier. Ja, ja. Wo ist jetzt das Blatt? Mann, diese ollen Blöcke hier jedes Mal. Passt mal auf. Er fliegt ja noch. Ach, hier ist das schon, das Papier. Oh, jetzt fällt jetzt alles um hier. Immer wenn ich hier irgendwas machen will, klappt hier nichts. So, Verständnis. Maximus fliegt diesen Kreis. Das sieht man ja nicht. Verdammte Axt. Maximus, pass auf. Du brauchst gar nicht die Mühe zu machen. Deine Idee funktioniert bei der Orbitalmechanik. Bei was war der Mechanik? Bei der Orbitalmechanik. Also du fliegst außerhalb der Erdatmosphäre. Je weiter du weg bist, umso schneller musst du fliegen, damit du mit einem Objekt mithalten kannst, was in einem niedrigeren Orbit fliegt. Aber wir haben hier Luft bei uns, wir haben Luftwiderstand und je höher man fliegt, umso weniger Widerstand hat man. Alles klar, hab verstanden. Also, das ist halt wegen dem Luftwiderstand, ja? Mhm. Na, sag's doch. Nö, ja, ich wollte dich ein bisschen... Also, ich überfliege jetzt gerade den Punkt neu. Ja. Warte mal, neu bin ich... Neu? Ich bin noch vor neu. Na gut, dann haben wir ja das gleich gelöst. Okay. Ich bin hier unten des Flugplatz Bockheim. Ist jetzt bei mir. Sowas fällt mir nicht angezeigt. Und hier unten. Warum sehe ich denn noch nicht? Aber ganz ehrlich, das sieht so richtig geil aus. Hier, guck mal hier, diese. Was für ein Fluss fließt hier lang bei Bockheim? Es wäre irgendwie cool, wenn man auch noch die Städte irgendwie so sehen würde. Oder mit einer Taste, wo du drauf drückst, zeig mir an, was gibt's hier unten, was für eine Gemeinde ist hier. Das wäre cool. Zum Beispiel mal runter auf 10.000. Hallo? Hallo? Mahlzeit. Ey, grüß dich.
Bist du auch am Fliegen oder was? Mr. John Trucker ist da. Ja, erstmal hallo in die Runde. Du, ich habe mal eine Frage. Du bist ja jetzt hier schon voll Hardcore Condor Oberprofi. Du kannst ja eigentlich bei der Lufthansa bewerben. Ja, kannst ja mal machen. Ne? Ah ja, dann sind sie gleich pleite. Ja, ja. Ah, nee. Was du da Geld verdienen kannst. Einmal geht schon, hast du abkassiert das ganze Jahr. Nee, pass mal auf. Frage. Du bist ja schon Profi, ne? Also, ich will mir das auch holen, aber nur für mich so. Ich will ja keine Streams oder sowas machen. Nur für mich so, wenn ich mal Zeit habe, ein bisschen zocken und so. Ein bisschen fliegen. Finde ich auch mega geil. Ja. Und es gibt ja diese drei Varianten, ne? Also den Flugsimulator an sich, dann gibt es ja dieses Bündelpaket hier und dann gibt es ja noch das Extension-Gedöns. Wo liegt der Unterschied? Sag an. Also, Flugzeugen, ja. Und genau, erklär du das. Erklär es. Du hast die Standardversion und wenn du eine Version höher gehst, hast du 5 zusätzliche Flugzeuge und 5 zusätzliche Airports. Und wenn du dann noch eine Stufe höher gehst, hast du weitere 5 Flugzeuge dazu und 5 Flugplätze dazu. Ist in der Standard schon München mit dabei? Ja, Standard. Im Endeffekt sind alle Flughäfen da. In Deutschland, wir sind gerade jetzt in Frankfurt am Main gestartet. Der ist nochmal hoch detaillierter. Ja, da sind noch mehr Fahrzeuge, die da rumfahren und. Ja, aber für dich, wenn du wirklich nur mal für dich fliegen willst, hol dir die Standardversion oder besser gesagt, hol dir für 1 Euro, um einfach mal zu testen, ist es überhaupt was für dich, diesen Microsoft, wie heißt er sich? Game Pass. Für 1 Monat. Ja. Ja, der kostet 1 Euro. Du kannst dir das mal angucken, weil manchmal ist er so, oh geil, will ich auch gerne mal spielen. Und dann merkst du so, ach ne, eigentlich habe ich gar keine Zeit und eigentlich, ja, man fliegt so und die Lernkurve, man kann ja so viel machen, aber ich bin auch ein ganz normaler Noob. Ich lasse viel den Computer machen, kann hier ein bisschen im Chat agieren, gucken, was hier los ist. Ich habe hier so einen ganz einfachen Flight Stick. Warte mal, den hier, den Logitech 3D. Reicht völlig aus, was ich da habe. Man kann auch mit Controller fliegen, geht auch super. Es ist halt für alles, für den Idioten, also für mich und für den Hardcore-Flieger ist da alles dabei. Aber wie gesagt, für 1 Euro kannst du nichts falsch machen, aber ich bin so ein Steam-Affe, weil den Microsoft Flight Simulator oder den Microsoft Store, den finde ich einfach nur schrecklich. Aber du musst dann trotzdem, du ladest dir nur eine kleine Datei runter bei Steam und alles andere läuft dann über so ein externer Launcher oder wie das heißt. Also okay. Ja, aber hol dir, wenn du denn selber sagst, ich will das für mich haben, dank YouTube Money, dann hol dir das für 60 Euro das Ding. Also die einfachste Standardversion. Und wenn du dann wirklich irgendwann mal sagst, pass auf, weil du musst da ja eins sagen, diese ganzen Flughäfen, man fliegt ja die 10 oder 15 Flughäfen, fliegt man eins mal an. Und wenn man sagt, man will seine Heimatbase haben, ja, so wie München bei dir oder was bei dir noch in der Nähe ist, da gibt es danach so viele DLCs, da kann der Euro Truck Simulator, der lacht, der heult, besser gesagt. Weil, ja, das denke ich mir. Es gibt ja jetzt schon, glaube ich, die ersten DLCs, die sind. Coole Brise auch da, grüßt euch. Also deswegen, da kann man richtig viel Spaß haben und ja. Das kannst du da auch streamen. Ja, nee, da habe ich gar keine Zeit dafür, Mensch. Nee. Meine Frau sagt schon, du musst noch ein anderes Spiel. Nee, dann machen wir es ganz einfach. Wenn ich da mal streame und du hast, kann dir Pappnase ein bisschen helfen. Ja, genau. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ey, du kannst ja so viel, du kannst ja jeden einzelnen Knopf hier bedienen, wenn du es richtig machst. Also ein paar Sachen weiß ich. Und Chat, ja. Das letzte Video, was ich bei Dings gemacht habe, ich sehe schon die Alpen da hinten. Ich sehe schon einen Flughafen da vorne. Ach du Scheiße, ist schon der Münchner Flughafen? Ich hoffe nicht. Alles geht in die Hose. Wo musst du denn hin? Na, ich muss nach München. Ja, perfekt, kann ich gleich zugucken, dann will ich gleich Bescheid. Ja. Das aussieht wie bei mir hier zu Hause. Also, ich sehe hier einen Flughafen, aber. Ist es der Flughafen? Nee, das, was da blinkt? Ja, nee. Das sind zwei Landebahnen, das kommt hin. Ja, wir haben zwei. Das ist richtig.
Pappnase, bist du schon mal am Landen? Ich fliege gerade irgendwie um den Flughafen rum. Ey, das muss München sein, weil von München kannst du da hinten die Alpen schon sehen, oder? Ja, ja, ist richtig. Ich bin ja ein richtiger Ochse. Dann fliegst du aber falsch an, oder? Ja, aber ich nicht. Also das ist München, das sehe ich doch von hier hin. Ja, man muss dann erstmal ein bisschen drüber fliegen und dann muss er die ganzen Daten erstmal so ein bisschen laden, weißt du? Deswegen. Aber die Grafik ist schon der Burner, ne? Das ist schon das ist schon der absolute Hammer. So, pass auf. Ich glaube, ich bin zu schnell und zu hoch und alles. Pass mal auf. Jungs und Mädels, Kapitän Maximus übernimmt. Ich übernehme. Gleich kommen die Masken aus der Decke. Oh, siehst du schon, bist voll der Profi, ne? Hier mit Lenken und Drehen und. Naja, ein paar Knöpfe weiß ich noch. Aber ich hab Overspeed ohne Ende. Bin viel zu schnell. 180, ich muss nur mit. Wie viel km/h muss ich anlanden? Oder. Ja, so 150. 150, bin bei 180. Ich werde natürlich jetzt so eine Drehung machen. Hier sehen wir ja auf der Karte. Wir werden jetzt so anfliegen. Ja. Da ist er. Ja, man sieht jetzt schon, ist nicht so wie Frankfurt am Main. Also es ist schon ein anderes Ding. So, warte mal, ich kann jetzt die Bremsklappen wieder raus. Langsam drehen. Baby, Baby, Baby! Ja, Overspeed, ey. Ja, ich fliege komplett falsch an. Ich will die Landebahn nehmen. Oh, ich bin zu tief. Alter, wie das aussieht, Alter, kriegst du die Macke. Ja, das ist der absolute Hammer, also. Ja, das ist schon, ich meine, ist ja mein wirklich mein Flughafen hier um der Ecke und ich bin da ganz oft. Und also die Landschaft ist schon gigantisch, ne? Malaka, ey, Scheißendreck hier, ey. Alter, jetzt ist die Maschine aber richtig am Dingsbums. Ich fahr schon mal das Fahrwerk raus, jetzt wird da noch mal ein bisschen wackeln. Alter, du merkst wirklich, wie das Fahrwerk rausgeht, ey. Und ich will ja immer von außen noch mal gucken, das ist ja bei mir das Schlimme. Alter Schwede, ey. So, ich denke mal, das ist die Landebahn. So, München. Oh Gott. Ich krieg die nicht mehr rum. Was machst du? Die wackelt wie so Lämmerschwanz, die Maschine. Ich muss mich ja noch ein bisschen höher mich jetzt setzen hier, sonst sehe ich die Landebahn nicht. Alter, ich habe hier echte Probleme. Wir gehen davon Notlandung, Tower, starke Seitenwinde, Vogelschlag, alles. Und meine Co-Pilotin ist eingeschlafen. Mayday, auf hoher See. Oh. Lass die Rettungsboote runter. Ja. Schwimmwest an, auf geht's. Ich fliege falsch an. Ich krieg die Karre nicht richtig. Der wackelt wie ein. Ich glaube, ich bin zu langsam oder was? Oh. Ich kann jetzt nicht auf den Chat achten, meine Freunde. Ich bin überfordert. Die schreiben nur, Maximus winkt schon mal zum Abschied. Winke, winke. Das gibt Bruch. Da wird doch noch. Maximus? Ja. Du hast aber die Kärtchen an, die bei Spielern angezeigt werden, oder? Boah!
Was will er von mir? Ich bin gelandet. Was war Kärtchen? Was für Karten soll die anmachen? Die Anzeigen von den Spielern. Ja. Warte mal. Ich glaube, deshalb sehe ich dich nicht, weil du zufällig den Verkehr irgendwie ausgeschaltet hast. Pass mal auf, wir machen es gleich anders. Ich mache eine andere Lackierung auf der Maschine. Ich hatte Luftbremse noch. Nee, ich hatte die Luftbremse ausgemacht. Hat sie dich ausgemacht? Pass mal auf, wo soll ich da jetzt reingehen? Nochmal beim Menü hier, Profil, ne? Oder? Nee. Wo soll ich die nochmal einstellen? Was einstellen? Ach so, nee, ich bin doof. Also, ich schalte jetzt München. Wir wollten ja München nochmal angucken. München. Hier ist Pappnase, hier bist du doch. Du fliegst ja noch. Ja, aber ich hab ihn nicht gesehen und du hast... Hier sind eigentlich unzählige Spieler und dir wurde niemand angezeigt. Warte mal, ich mach mal München. Wo könnten wir noch hinfliegen? Schloss Neuschwanstein. Herrlich. Oh, Innsbruck. Nimm Salzburg. Ist auch nicht weit von mir. Warte mal, Salzburg. Rechts auf der Karte. Ich muss mal gucken, wo hier in Salzburg überhaupt ein Flughafen ist. Das ist halt immer das Blöde. Du weißt nicht, was hier... New Follower. Danke für dein Abo. Aber nee, Innsbruck ist hier ein schöner Dings hier. Ankunft hier. Es ist ein schöner Dingsbums. Pass mal auf, wir nehmen mal jetzt eine andere Lackierung von der Maschine. Lackierung auswählen. Was haben wir denn irgendwie... Boah, hier gibt's da so viel. Also, hier gibt's schon die ersten Mods, ne? Also, die ersten Lackiermods. Gibt's schon hier drinne. Das ist schon... Ich würde mal sagen, wir fliegen heute mit EasyJet. Sind wir schon mal geflogen? Mit Lufthansa. So. Also, was sollte ich jetzt... Ich habe jetzt alle Spieler... Machen wir alle Spieler anzeigen... Live-Verkehr oder KI-Verkehr? Was soll ich denn hier einstellen? Live-Verkehr, ne? Live-Verkehr. Ah, dann sehe ich ja alle Spieler wieder. Ja. Ist ja egal. Ich wollte ja eigentlich nur die Spieler von einer Gruppe sehen. Ja, aber wir sind nicht in einer Gruppe. Ja, gut, wir machen einfach mal den Schnee. So, wir machen mal los. Also, Wo bist du jetzt gestartet? München. München wieder, okay. München, also nicht wieder, aber München wollen wir denn nochmal nach Innsbruck und dann ist Feierabend. Auf welcher Bahn oder? Erstmal nur auf dem Gate. Och Gott, keine Ahnung. Wer ist jetzt noch in am Chat hier? Welches Gate? Ich kann ja auch zurückspulen. Permadeath-Modus? Ich weiß nicht, Permadeath-Modus, was soll das sein? Dass ich permanent tot bin, oder was? Jo, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Och, mir wird warm hier unter dem Karnickelhelm hier. So, wir gucken uns jetzt erstmal den Flughafen von München an. Aus Kissenrudel, wo ist das denn? So, also... Wie gesagt, der Flughafen München ist noch kein High-Quality-Flughafen. Aber die schon drinne sind, die sehen eigentlich schon ganz passabel aus. Ich bin auch kurz auf Toilette. Jo, so. Ach du Scheiße, guck mal an, wie viele Leute hier sind. Ah. Alter Verwalter, ey. Ja, hier alles Leute, hier alle... Hier nur auf die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Also hier sind schon mal 23, 24, 25 Leute schon mal hier in dem Bereich. Ungefähr. Kannst du jetzt eigentlich gleich losstarten oder musst du warten, bis die hier irgendwie von der Liste sind? Du kannst hier oben, hast du hier einen Tower? Ja. Da muss ich erstmal hier irgendwie Funk irgendwas machen. Oh Gott, warum geht denn das nicht? Ich muss ja Strom anmachen. Oh, welche Taste war nochmal Strom an? Global E?
Ja, das ist, ich hätte vom Gate und nicht von der Parkposition irgendwie starten müssen. Warte mal, was sagt denn der mir? Bla 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 bla. So. Oder war es String E? Ah, ja, ja. String und E, da geht der Motor an. Oder die Elektronik. Und jetzt können wir auch funken. Und jetzt sagen wir München. Verbleibe auf Parkbrücke. Direkt ab Abflug, Rollbahn. Abflug Richtung Westen. Rolldienst. Wir können jetzt einen Push. Jetzt funkt der, ja. Jetzt können wir einen Pushback, also einer, der uns abschleppt. Oder wir holen jetzt gerade Treibstoff. Wir können jetzt mal, München. Oder so ein Taxi. Ey, ich stehe ja direkt falsch. Ich stehe bei den kleinen Maschinen mit meiner Riesenmaschine. Weißt du das? Ja, weiß ich. Was mach ich denn da? Über die Wiese fahren. Ja, ich glaube hoch. Ey, bringt ja nichts. Wollen wir Handbremse lösen hier? So, Partner, also, wo bist denn du? Lade gerade. Ich muss jetzt über die Wiese so ein bisschen fahren, geht ja nicht anders. Ah, da hinten hat auf jeden Fall einer auch eine Lufthansa. So sieht das aus. Wir fahren mal dahin, dass wir hier den Münchner Flughafen da irgendwie mal so ein bisschen sehen hier. Geh nochmal schnell in die Position rein hier. Aber. Ach. So, ich bin da. Also wir machen jetzt ein bisschen flotter hier, ne? Weil ich wusste nicht, dass es schon so spät ist. Ich habe schon zur Frau gesagt, ich schaffe ja nicht meine Videos machen, dass ich heute nach dem Livestream mich noch hinsetze und die Videos für nächste Woche mache. Ey, ich komm zu nichts mehr. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, hab ich gehört, ne? Ja, dieses. Ja, bist du. Aber ich muss. Das nimmt richtig viel Zeit, dieses Spiel. Aber allgemein, ich habe auch. Mal gucken, vielleicht werde ich nächstes Jahr dann eh mehr so auf Livestream machen, weil das macht mir irgendwie mehr Spaß. Und wenn dann irgendwann mal. Mal kein Video kommt, dann ist es so. Aber so wie ich mich kenne, erzähle ich das und dann bin ich trotzdem ein Trottel und mache wieder Videos. Ich hab dich gesehen. Du hast mich gesehen? Ja. Da hinten hat einer eine Lufthansa-Lackierung dabei. Also diejenigen, die auch dieses Paket haben, da sieht man auch die Lackierung. Das ist auf jeden Fall nice. Aber es ist immer noch der Fehler, dass man bei einer gewissen Entfernung die Räder nicht sieht, ne? Dass die dann so in der Luft... Das kann sein. Ja. Ja, der fliegt über die Landebahn. Ja. Über das Terminal. So, vor mir kommt irgendein Auto. Partner, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig bin. Das kann ich dir gerade auch nicht sagen. Ich muss gerade nach hoch fahren. Da oben sind ein paar Flieger. Aber hier, der KI-Verkehr, der hier rumfährt, der ist ja auch echt lustig. Na, da könntest du von ITS2 wenigstens da was abschneiden. Ja, das ist... Da wird nicht großartig gemacht. Hauptsache, hier ist ein bisschen Leben. Ja, ja. Wie gesagt, hier ist eine ganze Welt abgebildet. Da wird nicht so viel kommen. Oh, schönes Ding, meine Freunde. Also starten, das Ding kriegen wir auf jeden Fall hoch. Das erfreut jeden auf jeden Fall. Es hapert also noch bei der Landung. Es ist... Da bin ich irgendwie... Dabei bin ich doch gar nicht... Ey, Chat, jetzt mal ganz ehrlich. War das jetzt so hart, wie ich aufgehoben bin? Eigentlich kam mir das vor, dass ich schon ein bisschen... Und das ist eben das Problem, dass es dann einfach zu Ende ist. Dass man da nicht irgendwie zurückspulen kann und dann sagen kann, ja... Warte mal, wo... Partner, also wo ist denn die Hupe? Die Hupe? Ja. Keine Ahnung.
Ey, jetzt sag dich, jetzt habe ich ein Flugzeug für etliche Millionen und dann gibt's da nicht mehr eine Hupe in der Schüssel hier. Ich glaube, das muss man noch mit Handzeichen machen. Markus sagt, es war hart, weil ich zu langsam war. Und ich bin zu steil gesunken. Aber so auf den ersten Blick sah es gar nicht für so schlecht aus. So. Naja, dann rum die Olga. Also wie gesagt, der Flughafen hier ist schon ziemlich groß. Also man hat ja echt ganz schön viele Landepositionen und Plätze. Und jetzt fliegen wir mal nach Innsbruck. Und das ist dann quasi ein Flughafen, der wo selber noch Hand angelegt wurde, ne? Sieht dann noch ein bisschen geschmeidiger aus. So, Markus. Ich war noch am Rollen. Ja. Ich geh mal ein bisschen Stoff. War wie Fahrstuhl im freien Fall. Ah, Markus, jetzt aber nicht so hier, aber, ne? Ich bin ein bisschen laut. Wer ich? Ja, da musst du ein bisschen leiser machen. Ich kann mich jetzt nicht leiser machen. Ich kann ja auch flüstern. Oh. Hm. Jetzt Attacke, Amerika. Oh. Wo ist eigentlich die Bremse nochmal hier? Schadest du schon? Ich bin auf die Startbahn. Ach, du stehst auf der Startbahn. Ich bin gleich da. Oh. Müsstest du mich eigentlich sehen? Mach mal. Hä? Ach, hier! Admiral Pappnase kommt da gerade. Oder war das so? Ja, ne? Was hast du denn? Was hast du denn für eine Lackierung genommen? Die Standardlackierung. Nee, für mich hast du so eine weiß. Ach so. Aber du hast auch dieses Pack drinnen, ne? Nee. Der macht für mich, dass du was anderes. Papa, ich muss mal schnell was zu trinken holen. So, so, pass auf. Wo bist du? Du hast eine ganz andere Lackierung hier drauf. Also. Okay. Der Flow W88 schreibt, Stuttgart ist das neue Bielefeld. Richtig. Das hat vorhin auch schon einer bei uns gesagt. Hey, du bist bei mir in so einem kleinen Propellerflieger. Was ist denn das für eine Synchro? Aber siehst du, was du vom Flieger hast bei mir? Oder? Also, du hast hier. Ja. Ja, das wird gar nicht richtig synchronisiert. Das, ja, das. Da musst du wahrscheinlich ein richtiges Pack geben. Was ist denn das, ey? So, mein Freund. Jetzt wirst du mal sehen, wie er eine richtig Schubrakete gibt. Ich mach das jetzt von außen. Ein richtiger Flugkapitän macht das noch von innen. Aber wir wollen ja sehen, wie hier. Wir wollen ja sehen, wie die Maschine hier fliegt. Ah, diese Anzeigen manchmal. Man kann natürlich auch von außen die Anzeigen sich anzeigen lassen. Anzeige ist raus. Oh, hier wieder. Oh, hier. Komm, Baby. Oh, der. Heb da ab, du Sau. Jetzt. Und gleich Fahrwerk reinfahren. Oh, sieht das geil aus, Malaka. Oh, da geht mir einer ab, sag ich dir. Oh, Overspeed. So, jetzt müssen wir mal reingehen hier. Oh, falsch rum. So, ich mach jetzt gleich auf links, ja? Gleich auf links, okay. Ja, ja. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber. Wir wollen nach Innsbruck. Okay. Oh, da werden wir über die Berge fliegen. Uiuiui. Ach komm.
Ich will jetzt ein bisschen entspannen. Ja, und das ist dann halt das Nervige, dass du hier die ganzen Anzeigen hast hier drinnen. Ich will eigentlich nur meine Freunde sehen. Ja. Oh, da hinten ist Pappnase. Junge, was bist du für eine Kurve geflogen? Ja, ich kann's halt, ne? Alter Kampfpilot. War bei der Luftwaffe. Okay. Bin aber da nie geflogen. Doch, mit einem Airbus bin ich mitgeflogen von Berlin. Mit dem Beamten-Shuttle nach Köln. Trotzdem mache ich da immer so ein kleines Muffensausen, wenn ich im Flieger sitze. So, Freunde. Ab in die Berge nach Innsbruck. Das ist ein schöner, kleiner Flughafen. Nur eine Landebahn hat die. Ich glaube, war das Innsbruck? Ja, glaube ja. In so einem schönen Tal. Rechts und links Berge. So, sag mal, was macht denn der Kartoffelkopf hier? Was fliegt denn der hier für eine Soße? Ich muss mal gucken hier. Ey, der ist doof! Der ist doof! Der fliegt nochmal zurück! Ich muss übernehmen. Mayday, Mayday. Maximus an Tower. Bordcomputer hat Komplikationen. Ich übernehme. Jawohl, Maximus. Übernehme. Sie haben die vollste Kontrolle. Yo, Enterprise Ende. So. Junge, jetzt muss ich auch noch selber Hand anlegen, ey. Dafür werde ich doch gar nicht bezahlt. Oh, yeah. Ich bin ja wie Rakete, Junge. Gehe ich ja hoch hier, sag ich dir. So, sehen wir den Flughafen München. Ich wollte ja nur Mr. John Tucker nochmal den Flughafen zeigen von München. Und das, ja. Okay, da ist er. Glaube, hier hinten steht er am Zaun und guckt geradezu, wie die Flieger fliegen. Und da sagt er, oh, da oben, da fliegt ein richtiger krasser Pilot. Der Typ hat gar keine Ahnung. Ich guck mal aus der Scheibe, aus dem Fenster. Oh, ich bin gleich wieder auf Kurs. So, erstmal muss ich gucken, wo ihr die Pappnase. Ach, da vorne ist der Pappnase. Ich sehe dich. Das ist nur ein 10-Minuten-Flug. Ach so? Ja. Naja, reicht ja auch. Ich muss ja nachher noch arbeiten. Huch. Bitte, was musst du? Ja, ich muss nachher noch Videos machen. Was denkst du? Ich schaffe es sonst nicht. Machst du sowas Abwegiges? Alter, ich hab jetzt Bordcomputer reingemacht. Der geht hier in Sinkflug. Kann es sein, dass der Bordcomputer noch so einige Tücken hat oder so? Also meiner chillt gerade. Macht genau das, was ich will. Ich weiß ja nicht, was du... Was? Ja, ich habe gerade keine Ahnung, was bei dir passiert. Weil der fliegt schon wieder falsch! Dieser Kartoffelkopf! Nee, das sieht doch gut aus, oder? Nee, der fliegt falsch! Warum? Na, doch, oder? Nee, der fliegt, wenn ich jetzt auf die Karte gehe, hat der einen komplett falschen. Guck mit rein. Da wo Heading steht, der Knopf. Warte. Wo du die Flugrichtung einstellst, also HDG. Ja, was soll ich da machen? Welche Zahl? Nee, da machst du den Knopf nach oben, also Pfeil nach oben bei dem Knopf. Ja, da ist Pfeil nach oben. Steuerung Modus aktiv, sagt er mir jetzt. Vorher bei dir, er musste auch den Autopiloten anschalten. Achso. Ach hier, im Dings hier, den Autopiloten, ja? Oder den Idioten. Ja, den richtigen Autopiloten. Lässt du gerade die KI fliegen oder was? Ja. Oh Gott. Hat er sonst immer funktioniert? Welcher Knopf war nochmal Autopilot hier? AP1 dran. AP1, wo ist denn hier AP1? Achso, ja. Ja. Auf welche Höhe bist du gegangen? Weil wir fliegen ja jetzt über die großen Berge. Ich steige gerade auf 10.000. Ich habe jetzt 10.000. Muss ich jetzt noch irgendwas eingeben hier? Nö, ne?
Die Höhe, du musst den Knopf einmal nach unten drücken dann. Also Pfeil nach unten an dem Knopf. Einmal. Bei der Höhe oder was? Ja. Ja, ist aber nicht mit runter. Doch, den Knopf kannst du runterdrücken. Wenn du an das Unterrande vom Knopf gehst, gibt's dann Pfeil nach unten. Ach so, ja, ja. Jo, jo, jo. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Oh, Maximus wieder auf Kurs. Bordcomputer ja, wieder. Was? Wir sind gleich da? Ne, ich bin gleich da. Ich weiß nicht, wo du da noch am rumgucken bist. Oh, hier ist ein Luftloch. Ja, die KI war vorhin nämlich schuld, warum ich abgestürzt bin. Ich war nicht schuld. Nicht wahr? Für alle meine VIPs, ich nehme den Hut. So. Hast du nicht die Berge, die erstmal noch völlig vorab im Fluss? Ich gucke mir das nochmal an und dann guck ich aber mal schauen. Ne? Ja, guck dir einfach noch ein paar Testberichte an und ich kann dir nur einen Rat geben: Mach das mit den 1 Euro, probier das mal und wenn du Lust und Laune dran hast. Bei mir ist wie gesagt so: Wenn ich das irgendwie nicht auf YouTube zeigen kann oder sonstige Sachen, hole ich es mir nicht. Ja, nur für. Ey, ich habe keine Zeit für mich einfach nur sowas zu spielen. Ich muss schon. Ja. Aber meine Alternative, mach es. Für einen Euro. Das muss so scheiße sein. Gut, ich wünsche dir Spaß noch, ne? Alles klar, mach's gut, ne? Tschüss. 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 So, Freunde, jetzt, wir sind gleich da. Pappnase fliegt gerade vor. Ja, ich guck mal, ob da gleich alles frei ist für dich. Ja, ja, dann werden sie alle weggerammt. Aber eigentlich brauche ich ja nur die paar Sachen einstellen, ne? Weil er das alles im Bordcomputer, das gibt er alles selber ein. Ja. Eigentlich ist das für mich der absolut geilste Idiotenmodus, oder? Ja. Und jetzt bin ich... Du musst halt nur noch wissen, wann du den Knopf runterdrücken musst, wann du den Knopf hochdrücken musst. Ja. Oh, die Berge! Schön sieht das aus! Wie lange geht der Flug noch? John, keine Ahnung, wir sind gleich da. Also da vorne ist Innsbruck, das ist nicht mehr weit. Ich habe noch 40 Meilen. Wie siehst du das so schnell? Was stellst du denn ein? Bei mir auf dem Cockpit-Monitor, der zweite von links. Der deine Flugroute anzeigt. Ach so, ja, da steigt 42 nautische Meilen. Aber der sinkt jetzt wieder. Der geht jetzt wieder runter, ich hab doch... Ja, weil du zu langsam bist. Du musst deinen Schubhebel auf CLB stellen. Ach so, CLB. Ah, und dann macht er die Automatik. Ja, ja, gut, alles klar. Gucken wir gleich mal. Ja, wir steigen wieder. Hab wieder was gelernt. Beim nächsten Mal habe ich es wieder vergessen. Weil ich will ja irgendwann noch ein Boeing fliegen. Deswegen halte ich mich jetzt gerne mit dieser Maschine jetzt erstmal auf, dass ich so eine kleine, feine Grundkenntnis habe. Ich will ja gerne eigentlich die 777 hier spielen, fliegen. Die gefällt mir auch richtig gut. Oh, da vorne ist die Pappnase. Ist das Spiel schwer? Es gibt so viele Hilfen hier. Nein, ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Du kannst dir das schwer alles einstellen. Das ist alles gar kein Problem. Du kannst den Funk alles alleine machen. Ich lasse es aber die KI machen. Weil ich will Spaß haben. Oh. Overspeed hat er gerade gesagt. Ich gucke hier gerade mit 250 lang. Warte mal. Ich fliege gerade 380. Sehr gut. Overspeed.
Meine Fresse! Junge, Junge, Junge! Oh, guckt euch das an! Ist das nicht herrlich? Mann, diese Anzeigen hier gehen mir auf den Keks, ey. Und der hat den Knopf hochgedrückt. Ist es falsch? Ja. Verdammt, Axt! Ich dachte, ich sag jetzt nicht. Ich muss runterdrücken, ne? Ja. So, ich mach's. Ja, das reicht jetzt hier. Du Pappnase. Ja. Danke für dein Abo. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier in die Berge fliege bei 10.000. Ich seh dich da vorne. Kommst du auf mich zugeflogen oder was ist da los? Nein. Da kommt ein Flieger auf mich zu oder was? Da ist ein. Das bist du doch, Pappnase. Ich komme auf dich zu. Könnte ich tatsächlich sein. Aber warum sehe ich dich nicht? Also ich sehe dein Schildchen, aber ich sehe deinen Flieger nicht. Ja, ich sehe den Flieger schon. Ja, Mensch, GTX 2080. Ja, es hat damit noch viel zu tun. Jetzt sehe ich deinen Flieger. So, Felix, danke für dein Abo. Kuss ist raus. SimGamer, auch du. Kommt jetzt gleich. Aha, danke fürs Abo. Ein bisschen schneller als ich. Du wirst mich gleich überholen. Ja, in deinem Propellerflugzeug. Ja, ich bin schneller. Guck mal hier. Ey, jetzt hast du andere Lackierung. Guck mal hier. Dein Motor dreht sich noch nicht mal. Guck mal, wie ich dich überhole, ey. Was bist du denn für eine Pappnase, Mann? Ich fliege schön nach Luftverkehrsordnung. Ja, ich habe hier keine Schilder gesehen, dass ich so schnell fliege. New Follower! Ah, wie schnell fliegst du denn eigentlich? Drunspar, danke für dein Abo. 200, ja? 250. 250? Ich bin auch gerade mal 200. Jetzt beschleunige ich auf 300. Nee, ich habe jetzt langsamer gemacht. Du weißt, dass wir nur noch 14 Meilen haben. Ach, müssen wir jetzt landen oder was? Ja, eigentlich müssten wir jetzt landen. Wo ist denn der Parkplatz hier? Aber jetzt, die sind überall. Meistens. Ja, das ist er unter uns. Ach, guck doch mal an die Berge. Au! Ja, war eine knappe Geschichte, was wir hier machen mit über die Berge fliegen, oder? Ja. Was machen wir jetzt? Irgendwie. Wir müssen hier durchs Tal manuell fliegen. Ja, eigentlich schon. Ja, der Flughafen ist vor mir. Aber pass auf, ich werde gleich manuell übernehmen. Oh Gott, hoffentlich kommen wir über die Dinger. Und dann werde ich, glaube ich, links abbiegen und dann hier das Tal der Toten hier lang fliegen. Und dann, weil der wird ja so irgendwie sein. Glaube, so kann ich mich erinnern. Also, Freunde, es wird spannend. Eins kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wir kommen runter. Hey, dein Hund bellt. Ja. Achtung, Achtung, ich melde Hund in der Kabine. Ach, guck an, vor mir ist Innsbruck, Flughafen. Alter Schwede. Ach du Scheiße. Nee, ich fliege rechts, weil ich müsste da über die Stadt fliegen. Pass auf, ich übernehme. Oh.
Overspeed. Ah, ja. Achtung, Achtung, ich stürze. Overspeed. Oh, Baby. Oh, Overspeed. Guckt euch das mal an hier. Der absolute Pilot hier. Lufthansa im Sturzflug. Wir machen die absolute Kosovo-Landung hier. Ja. Er soll mich in Ruhe lassen mit seinem Overspeed. Also, wir werden jetzt hier das Tal lang fliegen. Und dann werden wir zurückgehen. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ja, Baby. Ach, ich hab nur einen Knopf, wie das hier hoch und runter geht. Die Luftbremse. Ah, ist ja noch viel besser. Ich hab hier an meinen Controller sogar ein Knöpfchen. Was? Wie ich meine Luftbremse rein und raus mache. Hab ich auch. Ja, ich wusste es aber nicht. Klappen raus soll ich machen. Klappen raus. Mach ich auch volle Pülle. Alter, die Berge sind aber auch ganz schön dicht hier, ne? Ey, wie soll ich ihn hier wenden auf der Hochachse? Also ich bin links lang geflogen. Ja, krieg schon hin. Aber wenn ich... Ich darf nicht zu schnell fliegen... Oh je, man. Meine Freunde. Genau. Ja, die Flaps. Oh yeah. Werbung kommt rein hier. Wir probieren jetzt hier. Wir fliegen jetzt bis zu dem Berg und dann werden wir... Ja, die Leute werden sich bedanken hier, dass ich hier rüberballer. Ich muss noch ein bisschen Schub geben hier. Hoffentlich knall ich nicht in den Berg da rein. Ah, drehe. Ah. Ach, da ist der Pappnase. Ich sehe dich. Nice. Oh je! Oh je! Oh, Junge. Ja, Overspeed hier. Ich hab Angst, ich komm nicht runter. Ich werde sterben. Warum? Irgendwie waren die Berge doch ein bisschen zu steil. bist du jetzt so hochgeflogen, die Berge, oder was? Nee, ich hab hier nebenbei im Internet nach den Infos zu der Landebahn geguckt. Ja, also fliegen wollen wir es nicht gleich nennen, ne? 180 Knoten. Also ich gucke, ich weiß schon gar nicht mehr, wo der Flughafen ist. Warte mal, hier ist er, da ist die Dings. Wir gucken mal, ob wir da irgendwie noch ein bisschen anderes. Oh, zu viel eingestellt. Auf 20 gehen. Ups. Oh, warte mal, wir sind ja gleich da. Wo ist denn jetzt der Flughafen hier? Oh! Ey, wir sind immer noch... Ich flieg ja komplett schräg, Mann. Verdammt, Mann, ich dachte, der ist vor mir. Ach, leckio mio Esperanto. Der ist ja hier drüben.
Ich kenne mich aus. Ich bin bei Aerofly den auch schon gelandet. Könnte mein letztes Getränk sein. Oh, nur ein bisschen reingedödelt. Und hier vorne ist ein Berg. Ey, ich kann nicht mal früher runter. Und ich sehe so viele Namen da unten. Ich weiß gar nicht, was ihr da macht. Ist es da überhaupt der Flughafen? Hi, 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 hi. Fahrwerk raus. Oh, der wackelt. Ich erstmal beruhige dich, Bruder. Oh. Ey, sag mal, kann es sein, dass sie die Hälfte der Landebahn vergessen haben? Wie du völlig schief da anfliegst, ist wieder grandios. Oh, sieht das hübsch aus. Oh, ich komme wieder schräg. Ich lande gleich auf dem Vorfeld, wenn ich so weitermache. Muss ich die Bremsklappen beim Landen reinmachen? Ja, eigentlich schon. Vor allem muss aber mit der Geschwindigkeit runtergehen. Ich habe ja schon die Bremsklappen draußen hier. Bei mir hast du keine Bremsklappen draußen. Oi. Alter, der Flughafen ist... Jetzt hast du Bremsklappen draußen. Oh, oh, oh. 100. Wo ist denn der Flughafen? 50, 40, 20, retard. Ey, der hebt wieder ab! Ich mach gar nicht... Ich mach nicht mal Gas! Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab kein Gas gegeben und auf einmal fliegt die Karre wieder los! Was ist denn da los, Mensch, Bruder? Wieso? Wieso macht er das? Anflug war gut, sagt Karl. Ja, wir machen eine Ehrenrunde, bevor wir hier nochmal abkacken hier. So, hallo Innsbruck. Atmet tief, die Luft ist selten. Maximus, macht eine Ehrenrunde. Alter, das kann doch nicht Warzenschwein sein. Oh, ich komme viel zu hoch. Overspeed. Ja, Overspeed, ja, ich weiß, Overspeed. 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 Oh. Rum mit der Olga. Oh. Oh, sieht ja schön aus hier. Hey, Mann, frei hier. Ja, ich hoffe, ihr habt alle eine Maske auf. Mal gucken an, ey. Also. Oh. Ach, jetzt runter mit dem Ding jetzt. Ich hab keine Zeit hier. Also so lande ich eigentlich am liebsten. Mann, die Landebahn ist zu kurz, meine Freunde. Bin abgestürzt, ich war noch nicht mal auf dem Boden. Was ist da los? Wahrscheinlich Übergeschwindigkeit. Ach man, die sollen sich mal nicht so haben mit Übergeschwindigkeit. Das ist ja wohl meine. Ich bin Pilot. Direkt das Flugzeug in der Luft zerlegt. Also wirklich, das sollen sie mir überlassen, ob ich zu schnell war. In der Luft zerbrochen bin ich, schreibt Markus. Ich habe von Airbus ein bisschen mehr erwartet, ne? Ja. Ich habe zu schnell die Nase nach oben. Ja, ich dachte dann so hier. Also, das ist der Flieger, ja?
Ach nee, mach mal lieber die Hand. Zieh mal. Und dann so hier. Ja, Nielsen hat auch einmal RIP gemacht. Ah, pass auf. Kann ich nicht auch gleich auf Land gehen? Warte mal, wo bin ich denn? Ziele. Ah. Wo waren das da nochmal? Ah, hier. Endanflug. Das wollen wir. Keine Angst. Jetzt machen wir's. Alter, am besten ist es sowieso erstmal mit so einer kleinen Maschine zu fliegen. Bevor man hier irgendwie so einen riesen Klopper nimmt. Das ist, Guck an! Wir sind schon. Sie gerade bist schon gelandet. Aber was will der hier mit? Alles schon richtig eingestellt. So mach ich's immer. Am besten mach ich so Videos, weißt du, dann schneide ich's einfach nur rein. Oh, Maximus, du hast gelandet, ey. Oh, ja, ja. Ja, ich bin glaube noch zu. Ich muss höher. Oh. Huch. Huch. Ich seh nichts mehr. Kann ich jetzt Gas wegnehmen? Ich sehe immer nix. 200. Dann geh nochmal runter, du Ei! Ach, hör doch auf, Mate, warum will denn das Schwein... Warum will das Schwein denn nicht immer landen? Erst geht er runter, als wenn irgendwie so eine Luftschicht ist, wo du dann nicht mehr runterkommst. Ah ja. Hast du Autoschub noch ran? Nee. Wie war's Autoschub? Das mach ich alles ja, selber hier. Ja, du hast nämlich gerade massiv beschleunigt. Ja, ich hab ja auch selber, denn weil ich dachte, ich schaffe es nicht. Weil wenn du, ich gehe immer ins Cockpit und dann sehe ich immer wieder eine Schwester. Und dann dachte ich so, oh, dann hat der macht ja mal so weit nach unten und dann gehe ich nach oben und dachte, ah, da ist ja noch ein paar Meter. Oh, jetzt aber hier. Jetzt probieren wir es nochmal. Hier rum mit der Karudel hier. Rum mit der Lufthansa. Baby, du schaffst das, Mann. Du schaffst das. Ich hau komplett den Steuerknüppel da hinten. Oh, Mann, ey. Ich bin da absolut... Habe ich überhaupt schon mal eine Landung hingekriegt? Uiuiui. Die Bäume kommen mir irgendwie... Die sehen zwar gut aus, aber so nach... Ach, du Scheiße. Wir kommen jetzt richtig schräg rein. Freundchen. 400. 300. 200. 160. 50. 40. 30. 20. Ey, er will nicht runter! Leck mich doch am Arsch, Mensch. Gute Nacht an alle. Good boy, gute Nacht. Ey, pass auf, wir machen jetzt was ganz anderes. Ich suche mir jetzt eine Kledemaschine. Pumps.
Eine kleine Maschine. Eine kleine Maschine. Und ich will einfach einen Flughafen, wo kann man einen schönen Flughafen, wo vielleicht nicht so viel los ist. Hier auf Madeira? Madeira könnte ein bisschen was los sein. Sehe ich jetzt zwar hier nicht gerade. Deswegen. Und ich nehme mir jetzt, wie gesagt, einen kleinen Bomber. Was nehme ich denn? Ich nehme, glaube ich, ganz normal eine Cessna. So eine. Genau, gibt es da auch schon Lackierung für den? Nee. So. Wir machen einfach nur starten und gleich einen Rundflug landen, um einfach mal diese grundlegenden Sachen zu sehen. Loslegen. Ja. Kapstadt ist gut. Ach, siehst du jetzt, Kapstadt. Ah, das hätten wir machen können. Aber wie gesagt, am Montag wollen wir auch wieder eine Runde fliegen. Ich denke mal, wir werden das so machen, dass wir einmal so normal fliegen mit so einem Flieger, so eine Strecke, was wir heute gemacht haben, von München nach Frankfurt oder von Frankfurt nach München, und danach machen wir so ein bisschen Landeübung. Und ja, so, wir machen mal an die Schüssel. Madeira Ground, Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra requesting pushback. Nö, hier ist keiner. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra pushback accepted. Hier kommt ein Pushback, Mann. Was willst du denn hier von mir? Aufgeben, ich brauch kein Pushback. So. Ja. Bist aber auch ganz schön schnell, mein Freund. Aber was haben wir denn hier drin? Oh Gott, hier sehe ich ja gar nicht. Was ist denn hier eigentlich? Gashebel? Gemisch? Oh. Wo ist denn hier eigentlich das Ding hier, wo ich... Ach, brauche ich eigentlich auch nicht. Was ist das hier? Egal. Ey, was macht der denn von mir? Der haut mich schon wieder auf die Pushback-Position. Was ist in der Dose drin? Mineralwasser. Oh, Lady, das machst du gut. Kann es sein, dass ich vielleicht wieder das eingestellt habe, dass ich die Leute nicht sehe, oder was? Also ich sehe mehrere Leute. Ja, da hat das wahrscheinlich wieder, was hast du denn von der Maschine genommen? Cessna 172. Warte mal, ich muss ja erstmal den Kunden hier sagen, stoppen. Madeira Ground, Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra requesting the end of pushback. Ja, hau ab, Mann. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra request to end pushback received. Madeira Ground, Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra ready to taxi departing straight up with Alpha. Oh, erstmal hier rauf und dann Attacke Hü Amerika, dann fliegen wir gleich los hier. Oh, gleich los hier. Das ist aber eine schöne, fette Startbahn, sag ich dir. Was kann ich denn eigentlich jetzt so hochziehen? Juhu! Ich bin gestartet.
So, jetzt machen wir mal eine Platzrunde hier übers Wasser und dann auf der anderen Seite gleich nochmal landen. Ja, das ist auf jeden Fall einfacher mit der Maschine hier durchzustarten, ey. Ich glaube, eine Cessna ist auch eine Maschine, die vieles verzeiht, oder? Ja. Starten ohne, ach, ich bin ganz alleine. Die haben mir gesagt, ich darf alles. Ihr wisst doch. YouTube-Regel 1. Oh, was ist das für eine Insel da hinten? Schick. Also wie gesagt, mit Tastatur kann man das auch fliegen, aber so ein Controller... Nein, kann man nicht. Nee, kann man nicht? Also kann man technisch schon, aber... Ne. Ja, mit Tastatur spielt es selbst schon. Ja. Versucht wenigstens einen Controller, damit lässt sich das auf jeden Fall machen. Also ein Flightstick, ich habe hier wie gesagt so einen ganz einfachen... Das reicht völlig aus für mich, für meine Verhältnisse. Und das sollte jetzt, genau, diesmal habe ich den Hund aber nicht im Cockpit. Ich komme immer falsch ran. Wo ist denn die 5-Taste eigentlich? Schon wieder die 5-Taste auf deinem Joystick. Ja, ja. Das Übliche. Muss ich die halten oder muss ich die nur... Um was geht's denn? Bremsen. Bremsen. So halt gedrückt halten. Ja. Ach, guck mal, die Autos fahren da hinten runter. Hihihihi. Also es ging ja. Am Ende die Nase nach oben. Ja, ich bin immer irgendwie... Ich habe immer das Problem, wenn das Flugzeug fliegt, für mich fühlt es sich ganz gut an. Dann will ich die nach oben ziehen und dann bleibt es wie auf so einem Luftkissen. Oh, wir starten jetzt nochmal. Kleine Runde. Und dann kommen wir nach Madeira mal mit einem anderen Flugzeug, weil dann will ich nochmal die KI. Ich will nochmal gucken, ja, Pappnase, also bist ja noch hier, ne? Ja. So. Oh, eigentlich auch eine schöne Maschine, ey. Die Cessna. Es ist eigentlich, die Cessna ist doch eigentlich der VW Käfer. Was piept denn der hier? Das hat er gezogen, wa? Der Lüfter, oder? Ja. Also die Performance ist bei mir super. Also ich habe hier gar keine Probleme. Ich hatte schon mal ein paar, wenn du jetzt zum Beispiel einen Controller einfach so reinsteckst, dann hat das Spiel Probleme. Also dann kannst du da nichts machen. Oh, guck mal hier. Aber so, oh, das Wasser sieht doch gut aus. Guck mal hier an der Scheibe, da ist alles. Alter Schwede. Es sieht schon nicht schlecht aus. So. Jetzt nochmal probieren. Hast du diese Challenge eigentlich gemacht? Diese Lande-Challenge, alles? Ein paar, aber ich finde die ziemlich dämlich und unrealistisch. So, wir kommen jetzt natürlich richtig bescheuert rein, aber die Landebahn... Kosovo-Flieger. Wir sind zu schnell, das ist mir auch klar, aber jetzt... Ach du Scheiße, sieht das katastrophal aus bei dir. Quatsch nicht, das ist YouTube.
YouTube Deutschland. Oh, zu doll. Ich. Alter Schwede. Jo. Okay, warte mal. Jetzt nochmal. Ach nee, abbrechen. Jetzt nehmen wir mal noch eine andere Maschine. Und dann gehen wir nochmal dahin und mache ich nochmal KI-Dings an. Ich glaube, der hat die jetzt wieder ausgeschalten. Ich nehme jetzt nochmal eine Stufe größer. Und im Endeffekt will ich ja mit größeren Maschinen fliegen. Ja. Tu mal, da ist Pappnase. Und wir werden eine größere. Ich hätte Bock auf die hier. Lackierung. Und dann ist doch noch bald Feierabend. Alle Spieler. Clive. Hat das was mit dem Wetter zu tun, was wir eingestellt haben? Nee, ne? Nee. Oder die Uhrzeit, dass wir uns nicht gesehen haben? Ja, dann klick mal auf mich drauf. Versuch mal bei mir zu joinen. Also ja. Den Anflugpunkt bei mir zu machen, ob der den Server wechseln will. Gucken wir mal, nö. Nicht? Okay. Keine Ahnung, warum ich dich nicht gesehen habe. Pyramiden, das werden wir alles noch sehen. Das werden wir alles auf jeden Fall noch machen. Wir werden jetzt, wie gesagt, mit einer kleineren, mit einer größeren Maschine fliegen und dann sollte das auch vorbei sein mit Lernen. Ja. Nö, ich sehe wieder keine Leute. Komisch. Dann. Er ist sowieso gleich Feierabend. Absolut niemanden siehst du? Nee. Dann gehen wir bei dir auf Einstellung. Warte mal. Allgemeines oder was? Ja. Dann ja. Mal Verkehr. So, Verkehr. Dann das erste. Na, das ist Echtzeit online. Okay. Das ist ja egal. Vielleicht, weil ich immer so auf die Fresse fliege. Wahrscheinlich. So, DHL ist auf dem Flug. Ah, ich glaube bei 70 kann ich starten, oder? Der startet ja schon. Nein. Oder rein. Ui. Oh. Ah ja, Entschuldigung, meine Freunde. Was will der denn jetzt von mir? Entschuss, Kinder, ey. Ah, ey, das Cockpit ist ja hier voll digital, ey. Ja. Und du hast ja eine richtige Landkarte hier drin, das ist ja mal richtig geil. Ja, gibt aber mehrere Flieger, die genau dasselbe haben. Das ist Garmin 1000. Das sind ganz viele Flieger. Und der Flieger hat halt eben 3 Stück davon. Ja, ja, aber der Flieger sieht aber schon aus, als wenn der schon Ewigkeiten gebaut wurde. Ja, du kannst die Flugzeuge alle upgraden. Das ist so, wie wenn du in deinen alten Opel, was weiß ich, von 1980 ein digitales Autoradio reinsteckst. Ja, das ist schon echt Hammer. Also nicht sinken. Ja, ich weiß, dass ich nicht sinken soll, aber warum? Ich bin doch nicht gesunken. Ich bin doch nicht die Titanic. Ist klar. Boah, schön, ey. Ah, das sieht wirklich fantastisch aus. Guck mal hier. Jetzt kann ich zum Beispiel
Mein Flugzeug. Hier noch irgendwo. Warte mal. Mit den Pfeiltasten kann ich das jetzt auch irgendwo anders hinstellen. Und das ist wahrscheinlich nur im Singleplayer. Was? Ja, ich kann das jetzt hier vor, zurück. Ich kann es jetzt wieder gerade machen. Mach mal ein bisschen schneller. Okay. Ja. Und jetzt wäre cool, wenn du irgendwie... Bist du überhaupt online? Ich habe da nur schon anders eingestellt. Ja, es wird irgendwie nur Singleplayer-Modus sein oder keine Ahnung. Wie hast du das verschieden gemacht? Mit Y. Also das konnte ich aber vorhin auch nicht machen, wo ich mit dir zusammengeflogen bin. Geht wahrscheinlich nur im Singleplayer-Modus. Und dann, wie hast du das verschoben? Na, mit dem Numerik-Block. Mit 5 tust du wieder zu resetten, mit 7. Ja, kann ich auch. Ach so, naja. Aber. Oh Gott, wie komme ich denn wieder auf den Flughafen? Warte mal. Bin ich jetzt im Fotomodus? Ja, jetzt. Ah! Jetzt mal mit dem Controller? Also du musst wirklich auf Pause drücken, dann bist du im Pausenmenü. Dann kannst du richtig schöne Bilder machen. Und du bist dann in einer aktiven Pause. Was gibt's noch für eine Pause? Weiß ich nicht, ich nutze mal die aktive Pause. Und welche dann ist das? Nur Dusch. Ja, Pause-Taste. Naja, mach ich ja gerade. Ah, geh doch mal weg hier mit dem. So. Wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Bin ich immer noch in der Pause oder was? Ah, ja. Ah, das ist ja auch. Das ist ja. Pause-Modus ist gut zum Einstellen und so. Ja. Das habe ich vorhin auch erst so mitgekriegt, dass es hier sowas gibt. Für mich ist es ja wichtig, dass man irgendwo so ein. Dass man auch mal so ein schönes Bildchen machen kann. Aber passt auf, Freunde. Wir machen jetzt noch eine Sache. Ich will ja am Montag noch mal eine Runde fliegen. Und da ist jetzt natürlich die Frage an euch. Wir werden mit einem A320 fliegen. Oh, ich bin zu... Oh. Mit einem A320 und wir werden uns jetzt gleich noch mal eine Lackierung einverlassen. Und ihr könnt mal ein bisschen entscheiden, wo soll es hingehen. Du sag mal, haben wir jetzt 1300 Zuschauer hier? Ist das ein Bug oder was? Bernd, was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. Da hat doch einer bestimmt irgendwas eingeschalten. Die Kurve war zu früh. Ja, ich habe immer keine Geduld. Aber wir gucken mal, ob wir es trotzdem hinkriegen. Ich hätte keine Geduld. Das wird nichts, Maximus. Du kannst gleich wieder abbrechen. Das wird nichts. Ach, sei doch nicht negativ. Oh! Ja, mal lecker! Ah, wir müssen es hinkriegen. Notlandung! Dobi, landen waren das da vorne zu Ende, aber vielleicht schaffen wir es doch. Ihr Maden! Ich hab es geschafft, ihr Maden! Ja! Boah, war das eine abstoßende Landung. Ja. Oh. Gute Landung.
Oh Mann, der ist schon wieder alle an. Meine Fresse, ey. Pass auf. A302 mit German Wings. Ich weiß gar nicht, ob wir da so eine Lackierung haben. Das können wir... Das kann nicht, ey, das kann nicht sein, dass wir 1400 Leute haben. Das glaube ich nicht. Aber wenn ja, Kuss raus an alle. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann aber los, Attacke Hü Amerika. Ich glaube, es ist ein Bot hier wieder, wa? Wartet mal. Ich nehme mal jetzt noch einen anderen Flieger. Ich nehme jetzt einfach noch mal Hauptmenü. Kehr zurück zum Hauptmenü. Ja, weiter. Wir nehmen jetzt noch mal einen anderen. Die Leute wollen alle mit mir mitfliegen. Oh, 4D2 hat bestimmt jetzt viel zu tun. Aber warum? Warum hab ich dich nicht gesehen, ey? Pappnase, ich sehe dich aber hier. Mal rausgehen. Aber ich sehe ja andere Spieler. Naja, bei dir kann es nicht liegen. Wir könnten jetzt nochmal so ein Learjet probieren. Haben wir da auch eine Lackierung? Ah, oh ja, hier. Oh. Oh. Naja. Meine Freunde. Bam. Hier. KI-Verkehr, Live-Verkehr, bla bla bla. Live. Nee, dunkel will ich jetzt nicht haben. Ich will ja hell haben. Ich will ja wissen, wie das aussieht hier. Und. Ja. So. Fabian. Ja, es sind, ich glaube aber, Big Panther, juhu. Jetzt sehe ich dich. Aber Big Panther, was sagst du? Das ist doch bestimmt ein Bot, oder? Guten Abend, Pilot. Lars, freut euch nicht so früh. Ich taste mich hier langsam ran. Ach du Scheiße, sieht ja ganz anders drin aus in der Olga. Die Royal Air Force. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn wir da abstürzen, ne? Ach, warte mal, wir müssen... Ja, die Flats sind draußen. So. Oh, ist Attacke. Oh, ey, mit dem kann ich da bestimmt über 500 km/h fliegen, oder? Km/h, ja. Was ist denn, was leuchtet denn hier so? Was hat der denn für eine Panne? Ach komm, hoch mit der Olga. Komm! Wieso will der nicht hoch? Der will nicht hoch! Wieso will der nicht hoch? Die Parking Breaker? Oh! Ich hab die Parking Breaker! Alter, habt ihr gesehen, wie der da hochgegangen ist, ey? Wie geil ist das denn, ey? Ich werd nicht mehr, ey. Alter Schwede! Ich wundere mich die ganze Zeit, was will der Ochse denn, ey? Oh, Junge! Ich kotz gleich, ja. Ja, ja, kein Problem, Mann, ey. Wir werden ihn schon nie sinken. Junge, Junge! Ja, liken könnt ihr natürlich auch, aber ich denke mal, das ist ein Bot. Wir müssten jetzt schon... Nach dem Ding müssten jetzt mindestens schon 500 Likes sein. Also, wir werden erstmal ein bisschen so aufs Wasser fliegen. Und dann versuchen wir mit der Air Force hier mal zu landen. Aber das, ey, aber ganz ehrlich, das war schon eine 1 plus, oder? Das war doch... Oder jemand hat alle zu mir geschickt. Ja, aber wie gesagt, wenn es Leute sind, die ein
hier rüber schicken, ja? Dann gucken die ganz kurz und sind dann wieder weg, weil sie sagen, naja, den Content kann sich auch keiner angucken. Nee, ich sehe dich wieder nicht. Nee, ey, das... Alter, das sieht... Pass mal auf, ich muss jetzt mal in den Pausenmodus hier gehen, ey. Alter, das sieht ja richtig knorke aus hier. Aber kann es sein, dass man, wenn man hier in diesen Flugmodus ist hier, also in diesen Drohnenmodus, dass man da immer, dass das alles so langgezogen ist? Ja, musst du ranzoomen. Oh. Was will denn der? Ich bin doch ja... Alter, das sieht ja richtig nice aus. Ja, sei mal ruhig sein hier, der Affenhals. Ich muss erstmal mit dem Fotomodus hier mal ein bisschen klarkommen hier. Ah, Junge, mag lacker. So. Oh, war da, Freunde? Wo jetzt? Ich hab Flugzeug wieder übernommen, meine Freunde. Ihr braucht keine Angst haben. Alter, warum will die Karre jetzt immer so hoch gehen? Ja. So, wie gesagt, wir werden jetzt wieder zurückfliegen, landen und dann suchen wir uns das Flugzeug aus. Also ihr könnt dann selber noch ein bisschen so entscheiden, mit welchem Flugzeug wir denn fliegen sollen. Ah. Oh. Alter, das sieht aber auch richtig schön aus. US Air Force. Ach nee, British Air Force. Beobachtungsflug. So, das Landen wird jetzt wahrscheinlich nicht klappen. Aber dass ich wirklich die DRL-Maschine runtergekriegt habe, lecko mio, ey, der musste mir aber wirklich sagen, das war gut, Pappnase. Nee. Ey. Nee, was ich wirklich sagen, war nicht gut. Halt die Gusche, Mann, na klar war das gut. Aber ist es da vorne beim Flughafen da schon? Ist. Ja, da ist er. Fliege jetzt mal ein bisschen über Land. Was quatscht mich der Flugzeug hier die ganze Zeit zu? Landing hier. Ja, dann Fahrwerk. Was, soll ich's ausfahren? Ja. Das kann ich doch entscheiden, wenn ich es raus will. Du bist wahrscheinlich ganz vom Schub weg, oder? Ja, ja. Ja, dann holt er rum. Wenn du ein bisschen Schub gibst, dann holt er rum. Ach so. Woher weißt du, dass ich den Schub komplett weg habe, du Ei? Ich bin halt gut. Ja, der Anflug ist immer... Man müsste sich viel mehr Zeit lassen. Und, das ist mir alles klar, aber ich denke mal, dieser Microsoft Flight Simulator wird ja noch die nächsten Jahre mit neuen Content versorgt. Und vielleicht wird ja der Maximus irgendwann mal so halbwegs ein bisschen fliegen können. Also ich will jetzt nicht die ganzen Knöpfe hier bedienen. Nee, ja, ich habe mir manche angeguckt, wo die das gespielt haben, schon in der Vorabversion, und die drücken dann jeden Knopf. Es ist, kann ich mir nicht merken, will ich mir auch nicht merken und wird mir denn auch persönlich zu langweilig. Ja. Du kannst ja auch nicht mal Taste 5 auf deinem Joystick merken. Nee. Das stimmt. Und deswegen, ich bin zu hoch. Und daher, ja. Ich mach immer die Kosovo-Landung, ey.
Er ist auch eine Kriegsmaschine hier, also deswegen. So. Ich glaube, du bist wieder zu schnell, kann das sein? Ja, ja, ich sehe es nicht. Ja, 160, eieiei. Ah, er muss das Fahrwerk abkönnen. Oh, ich komme auch immer zu weit nach rechts, fliege ich. Muss weiter rüber nach links. Ach, ich sehe jetzt Leute hier. Das ist aber komisch. Ich hab die Maschine runtergekriegt! Ihr Maden! Oh Gott. So, Freunde. Jetzt guckt euch einfach mal diese Landung alle an. Und in gut... vielleicht ein, zwei Jahren, wenn ich das immer noch spiele, guckt euch denn an die Landung, wie ich dann lande. Ah! Ah, ich hab so ein bisschen Schiss, dass kein Verbesserungspotenzial gibt. Ja, ja, da kann ich immer noch mein Alter schieben. Ronny, danke für den Euro. Da geht er mir das Messer in der Hose. Was er macht, macht er falsch, Punkt, und das aber richtig. Ronny, so sieht's aus. Aber ihr wisst schon, ne? Wer nichts lernt, kann nichts vergessen. So, Feuerwehr stand schon bereit, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt wieder zurück auf dem Hauptmenü, ins Hauptmenü. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir fliegen? Ja, wollen wir irgendwo in Europa fliegen? Wollen wir in Australien fliegen? Wollen wir irgendwo in Shanghai oder irgendwo dann in Asien fliegen? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Aber wir werden erstmal den Flieger wieder ändern. Und zwar den A300. Wo sind denn die Dinger hier? Verkehrsmaschine. Den hier. Und dann gucken wir nochmal, was für eine schöne Lackierung hier. Airbus Neo. So, ich muss mich aber verabschieden. Pappnase, danke und schön, dass du da warst. Ja. Nimm Flugschule. Ach, kann jeder. Pappnase hat gesagt, die ist nicht gut, deswegen mache ich das auch nicht. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, danke, tschüss. So, die Schweiz, Afrika wäre cool, Kapstadt, Bodensee, Dresden nach Moskau. Meine Güte, Bodensee, Bodensee. Ja, nicht immer so oft Bodensee hier, sonst ja, 4D2. Das ist der Bodensee ist schon mal gestrichen, wurde gespammt. Leipzig. Leipzig. Also jetzt hatte ich schon zwei mit Leipzig. Ja, Leipzig könnten wir machen. Leipzig hört sich gut an. Dann müssten wir nur mal gucken, mit welcher Airline. Welche Airline fliegen denn eigentlich in Leipzig? Berlin. Ja, man könnte ja durch Alaska. Alaska hört sich auf jeden Fall auch gut an. Ich werde. Pass auf. Pass mal auf, meine Freunde. Singapur hört sich auch verdammt gut an. Hamburg. München, von München nach Moskau. Ja, ja. Also, München hatten wir. Leipzig, Berlin könnten wir fliegen. Mit DHL. Ich weiß gar nicht. DHL, ja, stimmt. Aber ich habe hier, glaube ich, keine DHL-Lackierung drin. Dann würde ich hier so ein Airbus DHL irgendwie machen. Pass auf, wir machen. Ich werde mit TUI. Aber der Urlaubsflieger sind ja da nicht so richtig, ne? Was sind das hier? Marines? Was sind das für einer? Sagt mir ja gar nichts. Oh, ey, so viel Lackierung, ey, das ist ja unnormal. Kanada, Afrika, Amerika, ja. Also ich bin jetzt...
Aber German Wings habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich, also, würde ich jetzt mit German Wings fliegen? Ich glaube, das, es muss irgendwo auch schon Sinn haben. Also ich kann jetzt nicht in Singapur mit XY fliegen. Klar könnte man natürlich auch solche Sachen machen mit Air Berlin, ja, weil ich einfach die Lackierung total cool finde. KLM. Fliegt die eigentlich noch KLM? Da könnte man KLM machen. BD2, du hast ganz schön zu tun. Wir müssen uns mal Gedanken machen, wen wir noch als Backup machen hier, ja? Dass du nicht so viel zu tun hast, ey. Iberia. British Airways? Könnte ich mir vorstellen. Qantas auf jeden Fall nicht. Das wäre dann Australien. Lufthansa? Die, mit dem alten Design? Die Italiener, Lufthansa mit einem neuen Spirit, was ist denn das? Pass mal auf, wir gehen mal in den Hangar. Ich muss an, ein paar Lackierungen mir angucken. Was ist denn das hier? Oder Air Berlin ist auch damals geflogen. Ja, Air Berlin, Dings, London City, KLM hat... Ach, sie muss, schreibt gerade, die KLM hat gar keine A320. Ein bisschen Sinn sollte es ja auch machen, da habt ihr auf jeden Fall recht. Ich werde natürlich nicht alles beachten können. Sieht aber auch nicht schlecht aus, ne? Also wir bereiten jetzt quasi den nächsten Livestream für Indonesien. Aha. Aber sieht irgendwie cool aus. Also ich finde, die Lackierung hat irgendwas. Ach, verdammt, wollte ja bei Lackierung rein. Air France? Standard. Was ist denn das für einer? Gucken wir mal. Ah, ich hätte jetzt gerne German Wings. Aber es gibt keinen German Wings. Was ist denn das? Gucken wir mal. Jetstar, was ist denn das für eine Firma? Warum immer so kurze Flüge? Ja, warum? Weil ich muss ja irgendwann mal... Ich kann ja nicht 10.000 Stunden Livestream machen, ne? Ich gehe ja auch noch arbeiten und das ist ja, wie gesagt, nur ein Hobby. Und mit Fliegen hatte ich ja sonst nie was am Hut, aber mir macht es Spaß. Und solange wie ich den einen oder anderen unterhalten kann, dann ist das super. So, ach, schon wieder falsch gedrückt, ey. Ich bin ein Ochse. Okay. Ferrari, China, Saudi, Delta. Sagt mir auch nichts. Kanadien. Das wäre dann zum Beispiel, wenn man durch Kanada fliegen. Was ist denn das hier? Warte mal, wir gucken mal jedes Jahr an. Aha. Habe ich noch nie gehört. Ach, ich drücke auch immer wieder den... Also, wirklich, Lackierung. Air Berlin ist gut. Condor hatten wir jetzt, EasyJet. Pan Am gibt es nicht mehr. Lufthansa, also ich bin fast bei Lufthansa. Guck mal, die Schweiz fehlt auch noch, ne? Lufthansa neu, Air Berlin und... KLM, hier ist noch eine andere KLM. Die hier ist. Ach, das war die Korea, das war KLM. Aeroflot, das müssen wir auf jeden Fall. Da müssen wir dann in Moskau starten. Das machen wir auch alles. So, warte mal. Hongkong Express, Indo, bla bla. Eu ach! Eurowings! Wir haben Eurowings. Okay. Das nehmen wir. Eurowings. British Airways, ja, da müssen wir aber irgendwie, wo wir von London nach Belfast fliegen. Ich will nicht so eine... So, sage mal, sieht das... Sieht die Eurowings-Schrift... Kann das sein, dass sie ein bisschen bekloppt aussieht hier? Ist das normal? Normal hier. Dass das so hier draufgeklatscht ist? Nö.
Hey, jetzt mal eine Frage an euch. Ach, hier, der Lord schreibt dann, die Eurowings-Lackierung ist schief. Also, das machen wir nicht. Also, ihr habt das gut erkannt. Schneller wie ich. Warte mal, ich hatte doch noch eine. Sollte nicht hier auch noch eine Lackierung wie heißen die nochmal, die Billig-Airline? Ryanair. Oder TUI. Ryanair. Ryanair hat keine. Oh, echt jetzt? Die haben nur die 737. Oh Mann. Ja, aber KLM hat ja auch die A320 nicht. Aber sieht geil aus. Und die 737 haben wir ohne. Ja. Oh Mann! Ihr wollt mich einfach nur trollen. Swiss? Ja, aber Swiss gibt's doch nicht. Swiss habe ich hier nicht gesehen. Habt ihr Swiss Airlines gesehen? Wir fliegen gleich mit Finnair. Oh. Ey, jetzt bin ich aber wirklich ganz schön. Also Swiss habe ich jetzt nicht gesehen. Ryanair fliegt auch nicht damit. Was? Das war eine komische. Die sieht ja auch lustig aus. Wer ist denn das? Es ist hier sieht interessant aus. So. Finnair fliegt von Berlin aus. Das ist Witz. Billigflieger aus Ungarn. Ferienflieger. Ach, Swiss Airlines gibt. Jetzt müssen wir. Es ist schade, dass es nicht mehr diese Umfragemöglichkeiten jetzt so einfach gibt, ne? Aber da könnte man mal an den Plattensee fliegen. Warte mal, ich gucke doch mal, wenn ich jetzt. Wenn nicht, denn. Ach doch, hier. Ich bin echt ganz schön überfordert jetzt gerade. Das ist dies und das und tralala und. Die haben hier dieses. So schwarz gemacht, aber ich finde das jetzt auch nicht so schön, ne? Sieht irgendwie ein bisschen langweilig aus, Swiss Airlines, ne? Ach Mann, ey. Ach. Ich gucke einfach mal jetzt KLM an. Oh ja, das sieht schön aus. Das sieht richtig schön aus. Von Frankfurt Hahn fliegen die. Also, ihr könnt gerne dann mal ein paar Sachen unten, wenn der Livestream hier vorbei ist, machen. Aber wir können ja, wie lange würden das sein, wenn wir von, weil ihr Amsterdam geschrieben habt, man kann ja dann schnell machen, von Leipzig nach Amsterdam mit der KLM. Wollen wir das machen so? Was sagt er dazu? Finnair, ja. Also ich will immer so einen gewissen Ja, schreibt er. Gut, alles klar. Machen wir es so. Pass auf. Ich gehe jetzt einfach mal in das Spiel. Wir haben jetzt unseren Flieger. Und wir machen Leipzig. Wo ist denn hier Amsterdam, ey? Wo ist denn Leipzig? Tegel, hier muss doch Leipzig. Leipzig. Leipzig, Münster, Amsterdam. Na, pass auf,
Nee. Ich will einfach... Kann ich nicht einfach hier in der Luft irgendwas machen? Ja. Wir gehen einfach mal rein. Ich bin so am Arsch. So. Ich glaube nicht, dass 1000 Leute... Wenn 1000 Leute hier wären, das ist ein Fehler von YouTube. Bonnie, das glaube ich nicht. Center KLM-1123 Heavy is Type Airbus A20 and 8 miles northwest of Echo Delta Golf. Echo. Oh, baby. Alter, sieht ja cool aus. Aber irgendwie wirkt es blau. Hatten die nicht eine andere Farbe? Warte mal. So. Wir werden jetzt auch mal das Wetter noch mal ein bisschen ändern. Und gucken wir uns das noch mal ein bisschen an. Aber wir müssen ein bisschen weiter weggehen. Ich muss mit dem Modus noch mal ein bisschen klarkommen noch. Oh. Weil wenn man die Zoom nicht so macht... Moin Max. Maxi, was ist los? Ach da, der Maxi da. Die Lackierung gibt's... Oh Mann. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wie die Seite heißt, dann könnt ihr heute sagen... Vielleicht findet das einer ja, dann kann er das ja mal reinschreiben. So, machen wir mal das Wetter ein bisschen anders. Oh. Oh, das sieht ja noch viel schöner aus, oder? Warte. Warte mal, wo haben wir eigentlich die Sonne? Vielleicht können wir ja mal Sonnenuntergang machen. Mann, jetzt quatsch mich nicht voll hier. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Oh, jetzt geht's wieder. Ah, ich dachte schon. Oh, mein, das Wetter noch mal anders. Ach so. Guck mal, jetzt habe ich wieder das braucht immer eine Weile, bis die KI. Ja, ja. Alter, sieht das geil aus! Ah, mal ein bisschen heller nochmal. Ey, Junge. Das sieht schon richtig lecker aus, sag ich euch. Ja, ich weiß, dass wir hier overspeen. Sturm. Der Typ, der geht mir aber ganz schön auf den Keks jetzt hier. Wir haben ja aber eins gelernt. Ey, Just Kenner, aber welche Seite muss ich hier machen hier? War es nach unten oder noch? Ja. Overspeed.
Warte mal, ich hab hier irgendwas. Jetzt macht er selber. So. Keine Ahnung. So, Freunde. Keine Ahnung, was er hier für ein Problem hat. Wir fliegen jetzt einfach so. Eigentlich sollte er jetzt so richtig fliegen, wie wir wollen, aber Autoschub ist aus. Aber ich hab doch angemacht. Ich hab doch Autos. Ich hab doch einfach hier unten jetzt gemacht. Ey, manchmal will das Flugzeug nicht so, wie ich will. Aber auf, ich weiß, wie man das löst, das Problem. Ganz einfach. Welcher Knopf war denn das? Wir machen einfach die Luftbremse. Ah, siehste. Und somit hält er die Schnauze. Was? Ach, das hier. Und das muss ich doch hier drauf machen. Am einen. So. Ach, Ronny! Da geht er mir das Messer in der Hose. Ist das Rot kann schimmeln, Maximus kann nix. Aber dafür kann ich ordentlich, dies hier machen. Ach, leck mich! Auf dem Hebel, auf C, was, wo, C, was, wie? Was macht denn der jetzt in meine Maus hier? Na, er geht ja jetzt runter. Ist doch alles Roger. Der macht das schon. Buggy. Eigentlich ist ruhig die. Das ist Autoschub? Wie, was ist Autoschub? Aber geht der, wird der jetzt langsamer? Er wird langsamer. Er wird langsamer. Möp. Was? Möp. Ja, was ist denn nun hier? Du hast, das ist alles richtig, aber irgendwas hast du Fahrwerk eingefahren und hast du die Klappen noch draußen? Warte mal. Nee, Klappen sind drinne. Dann. Soll ich Autopilot mal an- und ausmachen? Warte mal, ist hier der andere? Nee, der, wie hoch fliegst du? Ich fliege auf 6800. Jetzt ist aus, Overspeed. Aber jetzt beschleunigt die Sau wieder. Ich habe gesagt, auf 12.000 würde ich fliegen. Ja, weil du hast da ja eben die rote Markierung bei deinem Speed gehabt. Keine Ahnung, warum der die gemacht hat. Guck mal, ob dein Schubhebel noch in der richtigen Position ist. Ja, der ist immer noch bei CL. Und jetzt ist er schon wieder Overspeed. Kann es sein, dass du irgendwie... Autopilot an. Ja, ist an. Nee, ist wieder ausgegangen. Warum das? Ach, bestimmt, weil ich hier diesen anderen Autopiloten reingemacht habe. Ja. Deswegen, was ist denn eigentlich, wenn ich... Ah, ist ja egal, welchen Autopiloten. Ach, sei egal jetzt. Der eiert was hin und her. Aber jetzt habe ich wieder KI-Leute hier drin.
Richtige Leute. Ist egal. So, ich mache jetzt. AP ist nicht aktiv. Ja, das ist der Autopilot. Ja, ja, also der ging aus, weil ich den hier gemacht habe. Den hier. Zack, dann geht er aus. Und dann muss man den wieder anmachen. Ja. Aber wie gesagt, wir machen aber jetzt. Machen wir Feierabend, weil ich bin doch ganz schön Knülle. Und Boti, was sagst du denn? Die Zuschauerzahlen, das muss ein Bot sein, oder? Oder? Das war Pappnase, ne? Was denn? Nur wegen dir sind sie jetzt alle hergekommen. So. Aber wie gesagt, irgendwann muss es Schluss sein. Wer wirklich am Montag dabei sein möchte, der kann gerne dabei sein. Nein. Mal Gas zurücknehmen. Nee, das soll ja alles der Computer machen. Der Autopilot. Oder meint er einfach nur den Gashebel komplett mal wegnehmen und dann wieder? Ja, wenn du den Autothrust ausstellst, dann ja, kannst du den Schubhebel zurücknehmen, aber wenn du einen Autothrust anhast, dann war das schon die richtige Einstellung. Also wird wahrscheinlich irgendwo. Warte mal, ich mach mal hier hoch und. Will er nicht runtergehen hier? Es geht ihnen auf den Sack, also das kann durchaus sein, dass das Spiel irgendwo nun, dass da irgendwie was ist, oder? Irgendwas habe ich da gehört, dass der, Ja, der ist nicht ganz richtig. Ja, warte mal, ich mache nochmal Autopiloten an und aus. Ach, was ist das? Ich bin kein Pilot. Oh, jetzt geht er runter. Mit der Geschwindigkeit. Ich bin ja auch jetzt auf 12.000. Vielleicht hat der hier einen Raketenstart gemacht, der Kollege Schnürschuh. Wer weiß. Der runter kommen wir. Also, wie gesagt, mit der KLM werden wir am Montag denn eine Runde fliegen. 20:30, vielleicht 20 Uhr. Dann von Leipzig Richtung Amsterdam werden wir fliegen. Und ich soll den Speed-Knopf rausziehen. Aber der ist jetzt wieder. Der ist jetzt auf Geschwindigkeit. Der geht runter. Egal, wir waren sowieso jetzt fertig, ja. Zu schnell für die Höhe. Ja. Andi, egal. Aber wir machen jetzt Feierabend. Es war schön, dass ein paar Leute da waren. Also, ich glaube nicht, dass wir 1300 Leute sind. Das glaube ich nicht. Da muss irgendwo ein Fehler sein im System. Und ja, ihr könnt aber gerne trotzdem am Montag wieder dabei sein. Morgen mache ich vielleicht nur einen kleinen Livestream für mich so ein bisschen. Also wer dabei ist, ist dabei. Aber Bernd, das kann nicht sein, ne? So, also alle neuen Zuschauer, danke euch und an die Spender und neuen VIPs. Ich mache jetzt Feierabend, bin müde, muss noch ein bisschen was machen. Ich sage, haut rein, macht's gut, bye bye.